Nun ist es soweit, wir erleben endlich die ersten Transfers in unserer SV Werder Bremen-Karriere hier in IAFC 25 und ich heiße euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge, meine Damen und Herren. Ihr habt schon Gold richtig gehört, aber ihr wisst das eigentlich, denke ich mal, aus den ganzen letzten Episoden schon bereits, weil ich das jedes Mal energetisch angesprochen habe, dass wir kurz davor stehen, die Wintertransferperiode zu starten und damit das erste Transferfenster unserer Karriere zu erleben. Und ich habe mich auch bewusst dazu entschieden, hier in der Vorweihnachtszeit den 23. Dezember auszuwählen, wo ich mit der Simulation gestoppt habe, denn bevor wir uns jetzt hier unsere Bäuche vollschlagen mit Spekulatius und mit Dominosteinen, müssen wir erstmal uns nochmal vorm Bürotisch hinsetzen, unsere Köpfe zusammenschlagen und vernünftiges Scouting betreiben. Ich möchte hier vorbereitet in die Transferperiode reingehen, denn, das habe ich euch auch schon häufig erzählt gehabt, wir gucken unser Budget an und wir sehen, dass unser Portemonnaie, also ich denke mal für so eine Einzelperson, absolut nicht leer ist. Wir alle träumen davon, 12,5 Millionen Euro zu haben, aber für einen Fußballverein der Bundesliga ist das echt nicht viel Geld. Also wir haben wirklich kein gutes Budget hier, wie man sehen kann. Das ist in FIFA 12 hat das geklappt, so wenig, in Anführungszeichen, wenig Geld zu haben. Hier im modernen Fußball reicht so eine Summe einfach nicht. Klar, da kommt noch Geld mit drauf. Wer es nicht mitgekriegt hat, Niklas Stark hat uns verlassen Richtung Portugal. Der wechselt nach Benfica Lissabon, kriegt dort also ein bisschen mehr Sonne ab als Regen hier im Norden Deutschlands und so. Aber sei ihm auch gegönnt, der möchte ja unbedingt wechseln. Da kriegen wir dann von dem Transfererlös, der war ja bei 6 Millionen Euro. Ich denke mal, der Vorstand gibt uns so 4 Millionen Euro. Also können wir ungefähr mit 16 Millionen Euro Budget halt eben rechnen. Das ist immer noch nicht sehr viel. Da müssen wir halt eben gucken, dass wir hier vernünftig wirtschaften. Und da habe ich euch jedes Mal auch gesagt, habt sogar aufgefordert, habt ihr mir jedes Mal in die Kommentare dann auch Transfervorschläge hingeschrieben, dass ich auch sehr, sehr appreciate. Also super, super großes Dankeschön an euch da draußen, die mir hier mitgeholfen haben. Ihr habt eure Hausaufgaben auch gemacht und habt mir geholfen, hier Transfervorschläge zu schreiben. Nicht nur Spieler, die wir uns verpflichten können, damit wir unsere Kaderbreite erhöhen können oder unsere Stammqualität verbessern können. Ihr habt mir auch in die Kommentare Vorschläge geschrieben zu Spielern, die uns verlassen können oder die wir also verleihen, ne, verkaufen und so weiter. Ja, wie gesagt, wir müssen das hier vernünftig wirtschaften. Ich habe euch in der letzten Episode auch schon davon erzählt gehabt, dass ich auch meine Hausaufgaben gemacht habe und so still und heimlich im Schall und Rauch quasi, ohne dass ich jemandem Bescheid gegeben habe, habe ich im Laufe der letzten Episoden schon bereits das Global Transfer Network Scouting, die ganzen Scouts da auf jeden Fall. Ich habe irgendwie 6 Scouts und ich habe die alle in alle möglichen Länder reingeschickt, habe Spieler schon gescoutet, einzelne Spieler. Und habe richtig Arbeit geleistet, damit wir, wie ich finde, hier eine ganz coole Transferperiode haben. Und ich glaube, ich habe ganz coole Spieler gefunden. Ihr natürlich auch da draußen, ihr habt tolle Spielervorschläge in die Kommentare geschrieben. Vielleicht auch ein paar mit dabei, die cool gewesen wären, die aber absolut nicht in unser Budget reinpassen. Ich nenne zum Beispiel Jan-Aurel Bissek. Ich kann verstehen, dass viele von euch den wiederhaben wollen, weil das ist eine absolute Legende bei uns in der Mannschaft gewesen. IAFC 24, einer der besten Verteidiger, die ich, glaube ich, jemals hatte in FIFA allgemein. Deswegen hätte ich ziemlich gerne, wäre aber zu teuer. Wir müssen also uns ein bisschen woanders umschauen. Naja, ich würde sagen, ich halte uns gar nicht lang auf, sondern wir gehen schon direkt in die Transferzentrale rein und schauen uns einfach mal das Angebot an. Übrigens, wahrscheinlich eine Podcast-Episode hier heute. Die wird auch relativ lange gehen, weil wir uns sehr darauf fokussieren, die Transfers zu absolvieren und wenig darauf, dass wir die Spiele spielen. Ja, deswegen wird das heute sehr theoretisch für die Leute, die eigentlich nur sehr gerne die Spiele zum Beispiel schauen. So, Transferzentrale, nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Wir gehen rein und schauen uns die Liste der Spieler an, die ich so rausgesucht habe und die ihr auch rausgesucht habt. Das hier ist die Liste, wie ihr sehen könnt. Und ich werde jetzt so ein bisschen über meine Gedanken rübergehen, wieso ich die Spieler ganz interessant finde. Erst einmal, ich habe es ja gerade eben angesprochen gehabt, Niklas Stark verlässt uns. Damit verlässt uns auch ein sehr starker Innenverteidiger, der aber, jetzt seitdem wir Viererkette eben spielen, nicht mehr so wichtig ist, wie als wir nur eine Dreierkette gespielt haben. Denn wir haben jetzt ja 2 Außenverteidiger, die ja besetzt sind damit Demann und Köhn oder halt eben Agu und Weiser. Agu kann übrigens auch auf der Seite von Köhn natürlich spielen, selbstverständlich. Aber trotzdem, wir haben ja Innenverteidiger nur noch 2 Stück, die wir Stamm spielen und Außenverteidiger 2 Stück. Aber deswegen, trotzdem habe ich halt überlegt, dass wir Niklas Stark ersetzen sollten. Denn wir haben Jung, wir haben Malatini und wir haben Veljkovic. Einer davon wird uns vielleicht sogar verlassen, das werden wir dann ja gleich noch sehen, aber es geht jetzt erstmal darum, welche Spieler wir uns vielleicht holen werden. Und ich habe dann überlegt gehabt, vielleicht einen etwas jüngeren Spieler zu holen, wie zum Beispiel dieser Spielers, den Belgier hier, jüngeren zu holen, der hinter unseren Stammreihen erstmal auf seinen Einsatz wartet. Und vielleicht, wenn er uns überzeugen kann, ich meine, der ist 19 Jahre jung, hat jetzt schon eine 71 Gesamtstärke, das ist echt mega, mega gut, der hat eine weite Zukunft vor sich, ja, dass der halt eben dann auch eine Stammqualität aufbauen kann. Weil ich glaube, wir kommen ganz gut damit klar, dass Niklas Stark nicht da ist.
wie gesagt, wir haben halt Stammkraft Pieper und Friedel, die sind auf jeden Fall gesetzt und Jung, Malatini und Veljkovic als Ersatzspieler. Ich glaube, das reicht aus. Deswegen, Spielers habe ich hier Axel Witzel, passt vielleicht nicht so ganz in das Fenster und pass mal auf, bevor ihr jetzt mit Fackeln und Missgabel auf mich zukommt und sagt so, Axel Witzel, der gibt doch gar keinen Sinn, passt auf. Sein Vertrag läuft aus, der ist ja schon 35 Jahre alt, super, super alter Spieler. Aber mein Plan ist es vielleicht, Axel Witzel zu holen für die nächste Saison, dass man ihnen einen Jahresvertrag für die nächste Saison halt eben gibt. Ich glaube, der wird von der Stärke so um die 80 jetzt haben, also am Ende der Saison wahrscheinlich so 77 würde ich schätzen und kann uns dann in der nächsten Saison auch als Routinier helfen. Alter, was hat Axel Witzel bitte für eine krasse Erfahrung? Der hat Champions League gespielt, Europa League gespielt, der hat in der Bundesliga gespielt, der hat alles schon gemacht. Der hat so viel Erfahrung. Ich glaube, das würde unserer jungen Mannschaft echt gut tun, so jemanden auch da zu haben mit so, so viel auch internationaler Erfahrung, damit die jungen Spieler da jemanden haben, an den sie sich halt eben wenden können, um das Ganze auch realistisch zu halten. Und außerdem, ich bin von seinem Spielertyp auch echt überzeugt, das ist ein sehr starker Spieler. Hübers und Gechter sind da so zwei Auswahloptionen, falls es mit Spielers nicht klappen sollte. Wie gesagt, Axel Witzel wäre ja nicht jemand, den wir uns jetzt holen, sondern dann für die nächste Saison. Der wäre also nochmal ein bisschen abseits, weil Spielers ist so ein bisschen mein Top-Favorit für die Innenverteidigerposition. Dann habe ich in der Mittelfeldposition zwei Spieler gefunden, Urbanski und einen Mexikaner, Carlos Rodriguez, der vielleicht so gar nicht richtig reinpasst in das Fenster, in so ein bisschen in das Raster, sage ich jetzt mal, weil kommt schon ein bisschen komisch, dass ein freien Spieler aus Mexiko, von dem du wahrscheinlich noch nie was gehört hast, und warum will ich diesen Spieler haben? Ich möchte mit ihm eine Geschichte aufbauen. Jetzt nennt ihr mich wahrscheinlich verrückt, ja, das ist so ein bisschen wie die Leute, die sich so einen imaginären Freund vorstellen, so einen Geist, weißt du, nennt mich verrückt, aber passt auf, ich möchte eine Geschichte mit ihm aufbauen. Lustigerweise habe ich diesen Spieler bekommen, als ich einen Scout in Deutschland scouten habe lassen. War das Deutsch? Also jemand hat in Deutschland gescoutet und ihn gefunden. Und ich glaube, der spielt im Real Life auch in der mexikanischen Liga. Deswegen hat das für mich keinen Sinn ergeben, wieso ein Scout, den ich nach Deutschland geschickt habe zum Scouten, ihn gefunden hat. Meine Geschichte ist nämlich, dass er vielleicht diesen weiten Weg nach Europa auf sich genommen hat, um sich Scouts vorzuschlagen, sich selbst Scouts vorzuschlagen, weil er weiß, der ist ein guter Fußballer, ist er ja auch, 76 Gesamtstärke, 27 Jahre jung, ganz ehrlich, das ist ein guter Fußballer, dass er halt eben in Europa sich zu einem Namen machen kann. Ist dann also erstmal in Deutschland gewesen, hat sich dort Scouts vorgestellt und so, hat gute Leistung erbracht und dann hat mein Scout ihn zufällig gesehen und, ja, wie soll ich sagen, mein Scout hat sich gedacht gehabt, komm, das könnte doch ein interessanter Spieler sein, schlagen wir mal den Marcel Seine vor. Könnte also ganz cool sein als, kleine Storyline, die wir so führen. Und Urbanski ist jemand, der ein junger Pole mit sehr viel Potenzial, auch wieder 20 Jahre jung, 71 Gesamtstärke, hat also noch eine weite Zukunft. Könnte auch theoretisch Flügel spielen, sehen wir ja oben, linkes Mittelfeld, da haben wir jetzt ja auch Positionen besetzt, deswegen, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz cooler Joker. Stürmerposition ist sehr interessant, weil ich muss erstmal über Nikolai Baden-Fredriksen sprechen, den ich hier mit drin habe, okay? Weil ich denke mal, alle neuen Zuschauer haben jedes Mal, unter jeder Episode wird der dieser Name geschrieben, Baden-Fredriksen. Ich entkomme diesen Namen einfach nicht, egal wie lange das jetzt schon her ist mit Baden-Fredriksen. Deswegen will ich das eben ganz kurz auch für alle Zuschauer aufklären, was hat es mit Baden-Fredriksen auf sich und warum lese ich den die ganze Zeit in den Kommentaren. Passt auf. Wir schreiben FIFA 22 Werder Bremen Karriere. Ich glaube, da war das. Ich habe Nikolai Baden-Fredriksen als Hoffnungsträger im Sturm verpflichtet. Der war da ja noch 21 Jahre jung oder irgendwie so, glaube ich, müsste dann wahrscheinlich gewesen, oder 22 Jahre jung. Also sogar jemand mit Zukunft, okay? Ich habe ihn also geholt als, ja, wie gesagt, als Hoffnungsträger im Sturm. Und was soll ich euch sagen? Der Typ ist die größte Meme-Figur, die wir jemals in irgendeiner Karriere aufgebaut haben. Kein Spieler kommt an dieses Meme-Potenzial ran, was Baden-Fredriksen geliefert hat, okay? Das ist das größte Chancentod, was ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Ich meine das wirklich ernst. Wir haben uns ja über Duxch Leistung lustig gemacht, okay? Dass er da vorm Tor im 1 gegen 1 und so nie die Tore gemacht hat. Baden-Fredriksen toppt das. Und wie der das toppt. Der hat, glaube ich, in 25... Dann nickt er sogar selber da rechts in seinem Profil. Alter, der hat in 25 Spielen damals irgendwie 2 Tore nur erzielt. Der hat mich total sitzen lassen. Wir hatten keinen anderen Stürmer. Ich musste ihn ja nehmen. Das war die absolute Hölle. Das war die Katastrophe. Das ist ein Spieler, wirklich. Den kannst du mit dem Ball ins Tor stellen. Und der würde trotzdem mit dem Schiedsrichter noch darüber verhandeln, dass er nicht das Tor getroffen hat. Der ist so unfassbar schlecht gewesen vorm Spiel. Ich habe mich so krass über den aufgeregt. Von Part zu Part zu Part. Wirklich, Duxch ist ein Witz dagegen, was wir hier bisher erlebt haben. Und seitdem ist der ein absolutes Meme bei uns in der Community. Die OGs, die das damals gesehen haben mit Baden-Fredriksen, die lachen sich immer noch tot. Auf meinem Discord-Server, überall höre ich Baden-Fredriksen. Ich kriege Albträume von diesen Spielern. Weil ihr immer diesen Namen erwähnt. Und ich werde immer daran zurückerinnert, wie schlecht er war. Das ist die Geschichte von Nikolai Baden-Fredriksen. Der trifft im Bett kein Loch.
Loch, der würde seinen Morgenkaffee nicht mal in seine Tasse treffen. Der trifft nichts. Ich hatte, wie gesagt, keine andere Wahl. Ich musste ihn spielen lassen. Das war die Hölle. Das war wirklich so schlimm. Naja. Und ich bin ganz offen und ehrlich mit euch, ja? Ich hätte es sogar überlegt, ihn zu verpflichten des Memes wegen, okay? Weil es wäre ja lustig gewesen, stell euch mal vor, ich hole wirklich Baden-Fredriksen einfach wieder ein paar Jahre danach. Wie lustig wäre das bitte gewesen, okay? Aber 66 Gesamtstärke bei 24 Jahren, ich glaube nicht, das wird nichts. Also wenn er so 70 gehabt hätte, hätte ich noch irgendwie verhandeln können und sagen können, okay, wisst ihr was, den können wir als Auswechselspieler nutzen, der kann ja auch als Zehner eben spielen und so. Aber ich sage euch ganz ehrlich, auch nicht so, der passt auch nicht so wirklich in unser Spielfenster, weil wir spielen ja eigentlich gerne mit Flanken und so, der ist 1,79 Meter groß, das ist nicht sonderlich groß, also kopfballstark ist er nicht, der kann sich gegen die Innenverteidigung gar nicht durchsetzen mit seinem Körper. Hätte er eine 70 Stärke oder so gehabt, hätte ich ihn vielleicht als Joker sogar tatsächlich geholt, dann wäre die Geschichte da gewesen. Aber 66 ist wirklich leider zu schwach. Aber Gott sei Dank hat das Spiel anerkannt, dass er nicht mehr kann. Wirklich, ich habe graue Haare noch von dem. So, also weg von ihm bitte. Es geht nämlich weiter mit Stürmern, die wir uns wirklich überlegen können, okay? Und zwar sind das hier die folgenden. Wir haben hier Odegaard, nicht ganz Ødegaard. Wir haben den Pizarro hier, die hässlichen Vögel vielleicht, die wir zusammenholen, und Joshua oder Josh Sargent. So, die Stürmerfrage, die wir uns nämlich gestellt haben, war, ich habe es ja auch gerade eben mit Baden-Fredriksen nochmal angesprochen, mit Marvin Ducksch. Am Anfang der Saison war Marvin Ducksch auch so ein Chancentod. Muss man leider so anmerken. Die Sache ist, dann habe ich euch gefragt gehabt, was haltet ihr von Marvin Ducksch? Sollten wir ihn behalten? Sollten wir ihn vielleicht gehen lassen? Und das ist echt eine ganz kontroverse Meinung, lustigerweise, in den Kommentaren. Es gibt das eine Lager sagt so, ja, Ducksch behalten und so, hol die hässlichen Vögel vielleicht sogar zurück mit Niklas Füllkrug, kann ich euch jetzt aber schon sagen, das wird wahrscheinlich nichts, der wird viel zu teuer sein, wirklich viel zu teuer wird der sein, können wir uns überhaupt nicht leisten, und ich glaube, der ist sowieso gerade erst zu West Ham United gewechselt und so, der würde gar nicht mehr wechseln und so, aber schon allgemein beim Transferbudget wird es einfach scheitern. Aber dann gab es noch das andere Lager, das dann gesagt hat, okay, Marvin Ducksch bitte verkaufen. Und ich habe echt lange überlegt, für was ich mich entscheide jetzt für die Karriere. Und ich habe mich dazu entschieden, Marvin Ducksch nicht auf die Transferliste zu setzen. Aber, jetzt das ganz, ganz große Aber, bevor ihr hier mein Haus stürmen wollt und mich, ich weiß nicht, verprügeln wollt oder was auch immer. Ich bin bereit, bei vernünftigen Angeboten zu verhandeln. Ich glaube, sein Marktwert liegt bei ungefähr 10 Millionen Euro. Und wenn so ein Angebot reinkommt, sagen wir mal so 13 Millionen Euro. Wenn wir so 13 Millionen Euro für ihn bekommen würden, würde ich ihn auch gehen lassen. Der ist 30 Jahre alt, also wird nicht besser als Spieler. Und wenn ich dann 13 Millionen Euro kriege, das ist sehr viel Geld. Das ist Doppelte von dem Transferbudget, was wir jetzt sowieso erst haben. Dann würde ich ihn gehen lassen, aber vorher will ich ihn, glaube ich, behalten. Weil jetzt momentan, ihr dürft nicht vergessen, vielleicht fällt das gar nicht auf in den Episoden, aber er ist unser Top-Vorlagengeber zum Beispiel. Du willst also als Stürmer natürlich auch, dass er Tore schießt, aber das tut er auch. Der hat jetzt in den letzten Episoden immer und immer wieder getroffen. Und wie gesagt, Top-Vorlagengeber ist er auch mit 4 Vorlagen. Also er hat jetzt schon wirklich ein gutes Standing gerade in der Mannschaft. Am Anfang, der musste ein bisschen warm werden mit der Mannschaft. Der musste reinkommen, jetzt ist er, wie ich finde, drin. Und deswegen sollten wir ihn jetzt nicht auf die Transferliste setzen. Meiner Meinung nach. So werde ich das, glaube ich, jetzt handhaben. Trotzdem würde ich gerne einen anderen Stürmer holen, weil unser Auswechselstürmer ist Keke Topp. Und wer kommt danach? Keiner. Also wir haben vielleicht Oliver Burkey, der kann im Sturm theoretisch spielen, aber ja, wissen wir auch aus dem Real Life, jetzt auch nicht so der allerbeste Spieler. Wir haben einen Jinma, mein Gott, auch schon wieder so ein Zungentwister, den kannst du theoretisch auch im Sturm spielen lassen, aber den willst du ja eher als Flügelspieler einsetzen, dass er seine Geschwindigkeit ausnutzen kann. Deswegen will ich trotzdem den Stürmer holen und deswegen habe ich diese Spieler halt eben hier. Wie gesagt, Füllkrug wird wahrscheinlich nichts, aber Odegaard, also nicht ganz Ødegaard, aber Odegaard ist schon mal eine ganz interessante Personalie, physisch stark, ziemlich groß, also Kopfballspezialist, muss man sagen. 25 Jahre alt, 74 Gesamtstärke ist ziemlich gut. Ich denke mal, irgendwann wird ihn Keke Topp dann halt eben überholen, aber das wäre dann so einer, der dann wirklich hinter Marvin Ducksch spielt. Oder vielleicht sogar Doppelspitze, man wird es dann ja sehen. Eine Personalie, die ich tatsächlich am interessantesten finde, ist Damian Pizarro. Auch ein großer Spieler. Physisch stark, aber auch sehr schnell trotzdem. Sein Schussstep muss noch ein bisschen verbessert werden, ganz ehrlich, auf jeden Fall, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ist ja trotzdem ein Stürmer. Wie cool wäre die Geschichte mit diesem Pizarro? Die Vereinslegende Claudio Pizarro wird quasi, das ist das Erbe, Damian übernimmt sein Erbe sozusagen an der Weser, ne, auch mit dem Namen Pizarro, das wäre doch eigentlich eine coole Geschichte. Also das müsste eigentlich, wie geil wäre das bitte, wenn du heutzutage einen Pizarro immer noch bei Werder Bremen hättest und das wäre einfach ein 19-Jähriger, schon mit einer 69 Gesamtstärke, der auch Pizarro heißt, das wäre so cool. Was aber auch cool wäre Joshua Sargent, den wieder zurückzuholen an die Weser. Ich weiß, Norwich City spielt in der zweiten englischen Liga, ich bin ganz ehrlich mit euch, da habe ich euch einfach mal blind vertraut, weil ihr habt mir den in die Kommentare geschrieben und den fände ich auch sehr geil. Der passt ja auch gut ins Register. Groß, kopfballstark und so, ne, das will ich ja haben. Ich weiß aber nicht, wie er sich wohlfühlt in Norwich City. Vielleicht fühlt er sich da auch super wohl, würde nie wieder zurückkehren oder so. Dann wäre es vielleicht nicht so ganz realistisch, der Transfer, aber ich glaube, das kriegen wir auch schon irgendwie erklärt. So, ja,
Das ist die Übersicht der Spieler, die ich so überlegt habe zu verpflichten. Das heißt, mein Plan ist es, den Fokus zu setzen auf diesen Spielers hier als junger Innenverteidiger. Ich hoffe nicht, dass er zu teuer sein wird. Ich will außerdem eigentlich sehr gerne Urbanski haben. Rodriguez gucken wir uns dann an, wie uns am Ende dann das Transferbudget das erlaubt, ihn noch zu holen, weil das Gehalt von dem müssen wir uns ja irgendwie leisten können. Aber die Geschichte, wie gesagt, fände ich irgendwie ganz cool. Ne? Wie gesagt, dass er sich bei Scouts irgendwie beweisen möchte, nach Deutschland kommen möchte und so. Und Pizarro. Also das wären so die Spieler, die ich gerne verpflichten möchte. Und die sind auch alle nicht so teuer. Wenn ihr unten rechts jetzt immer wieder geschaut habt nach den Marktwerten der einzelnen Spieler, die sind auch relativ günstig. Und ich glaube, wir können uns es absolut leisten, diese Spieler auch alle zu holen. Vor allen Dingen, weil wir wahrscheinlich auch unsere eigenen Spieler verkaufen müssen. Deswegen driften wir eben ganz kurz in die Teamzentrale und gehen mal hier über diese Spieler halt eben durch. Es werden nicht viele Spieler sein, das kann ich euch jetzt schon vorwegnehmen. Aber so ein paar Spieler werde ich hier auf jeden Fall auch gehen lassen müssen. Wir fangen an mit der ersten Personalie, die ich mir überlegt habe, und das ist Miloš Veljković. Wenn wir Spielers holen, dann hätten wir sowieso ein Überangebot an Innenverteidigern. Das sehen wir ja hier. Wir haben auch in der Jugend noch Innenverteidiger. Das heißt, das wäre dann so ein bisschen überlaufen mit Innenverteidigern. Und Miloš Veljković, der hat jetzt bisher in der Hälfte der Saison auch eigentlich fast nie gespielt. Der war sogar auf der Reserve, nicht mal auf der Bank. Also den haben wir nicht mal in die Spiele mitgenommen. Natürlich ein Routinier im Verein seit 2016, aber ich glaube, es wird Zeit, Veljković gehen zu lassen. Auch im Real Life wäre er ja fast gewechselt. Deswegen packe ich ihn jetzt schon auf die Transferliste. Bisschen Geld werden wir für ihn kriegen. Ich gucke mal ganz kurz, was ist der überhaupt wert? Guck mal, 2,5 Millionen Euro. Ich denke mal so, 3,5 Millionen Euro kriegen wir bestimmt noch irgendwie für ihn. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. 29 Jahre alt, der ist im Zenit seiner Zeit angekommen. Ihn würde ich gehen lassen. Nächster Spieler, den ich mir überlegt habe, den ich gehen lassen möchte, jetzt muss ich eben ganz kurz aufpassen, genau, ist hier nämlich Nankishi. Es hieß in den Kommentaren, ich soll Leon Opitz verleihen, aber dann habe ich mich nochmal daran zurückerinnert, als ich Leon Opitz gemeinsam mit dem Köhn auf dem Flügel abspielen lassen, und Opitz hat mich dort komplett überzeugt. Das war ein Flügelflitzer par excellence, dribblingtechnisch super gut, energisch die Bälle abgefangen und so. Und Nankishi, als ich ihn gespielt habe, der ist leider nicht so aufgefallen. Deswegen Nankishi packe ich auf die Leihliste. Ich gebe ihm noch eine Chance, der kann ja. Meinetwegen wird der auch in der nächsten Saison erst wieder zurückkommen. Mir ist das egal, dass es keine Kurzleihe ist. Aber der soll sich woanders einfach Spielpraxis holen, kommt dann gestärkt wieder und mal gucken, wo Leon Opitz dann steckt. Ihn möchte ich aber gerne behalten, weil wie gesagt, der hat mich echt überzeugt, als er gespielt hatte. Und der nächste Spieler, den ich gehen lassen würde, ist Leonardo Bittencourt. Sein Vertrag läuft zwar aus in 6 Monaten, Transferliste kannst du ihn aber trotzdem halt eben packen. Ja, ist einfach ein Spieler, also wahrscheinlich wird obviously einfach, der wird einen neuen Vertrag halt ihm geben, dann wird er bei uns leider halt eben versauern auf der Reservespielerliste, vor allen Dingen, wenn wir uns einen ZOM halt eben holen, wird er sowieso nichtig. Wenn er gespielt hatte, ist er nicht so groß in Erscheinung getreten, also ich muss ganz ehrlich sagen, Isak hat ihn absolut überholt, was das angeht, und er will ja unbedingt ein wichtiger Spieler sein, das ist er aber leider bei uns nicht in der Mannschaft, deswegen er passt nicht so ganz rein, also leider muss uns Leo Bittencourt verlassen. Der nächste Spieler, tut auch ein bisschen weh, muss ich sagen, wäre Oliver Berkey. Auch im Real Life ein Spieler, der auf ein Absprungbrett gewesen wäre. Ich denke mal, da trauert auch keiner groß hinterher. Also ist ganz cool als Joker. Wir werden nie vergessen, was er für uns getan hat im Spiel gegen BVB damals. Aber ja, mehr kam da nicht von ihm. Ich mag ihn als Spieler, versteht mich nicht falsch. Aber ich gönne es ihm, dass er bei einer anderen Mannschaft glücklicher wird und dort eine bessere Leistung abliefern kann als bei uns. Ihr seht ja auch schon, Form ist bei ihm dürftig. Wenn er auch gespielt hatte, weil ich ihn eingewechselt habe, ich sag ganz ehrlich, der ist auch nicht so wirklich groß in Erscheinung getreten. Ja, ansonsten, die Mannschaft wird dann erstmal so bleiben. Ihr seht schon wirklich, ne, im Sturm sind wir echt dünn besetzt. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Stürmer und so. Und das sind so die Vorbereitungen, die ich getätigt habe und die ich gerne durchsetzen möchte. Und ich würde sagen, wir simulieren jetzt nach vorne in Richtung Transferperiode. Beziehungsweise bevor wir da reingehen, schauen wir uns einen anderen Transfermarkt an. Man kann ja wirklich sagen, der Jugendmarkt ist eigentlich auch ein Transfermarkt. Nämlich kam unser Scout jetzt an aus Dänemark und hat uns auch Spieler gebracht. Wie zum Beispiel diesen Jensen hier. Jensen, kennt ihr Jensen noch? Wir hatten auch schon mal einen Jensen, den EFC 24 gehabt, der zum absoluten Top-ZOM geworden ist. Guck mal, Potenzial bis 94, komm auf jeden Fall in meine Arme. Wir nehmen dich mit. Ja, Jorgensen, 17 Jahre alt und so, schon ein bisschen zu alt, würde ich schon fast sagen, genauso wie Mikkelsen. Vor allem, weil seine Gesamtstärke kann bis zu 70 halt eben hoch sein. Von daher, doch, ich werde ihn auch verpflichten. Das gehe ich, glaube ich, ein. Wir gucken sogar direkt mal rein, was das halt eben für Spieler hier sind. Übrigens, die News, die flattern hier schon alle mit den Ohren übrigens, ne? Berkey wird nicht mehr gebraucht, Bittencourt wird nicht mehr gebraucht, nein, Kishi wird nicht mehr beim Club bleiben, bla, bla, bla. Worum es jetzt geht, ist gerade Akademie. Weil, wie gesagt, möchte ich mir jetzt gerne die Spieler anschauen, die ich mir jetzt hier gerade rangeholt habe. Jetzt weiß ich gar nicht, auf welchen Positionen die gespielt haben. Hansen kennen wir schon hier. Jensen war einer, genau. 50 Gesamtstärke, gut, ist aber 15 Jahre jung. Die Playstyles, was zur Hölle? Alle möglichen, die du haben kannst. Powerschuss, Kante, Tricks, schneller Schritt, okay. Okay. Geile Personalie, jetzt schon. Wow, ein Potenzial ist wirklich echt mega krass. Und Mikkelsen haben wir auch geholt. 57 Gesamtstärke ist jetzt nicht so wirklich der Wahnsinn. Ja, ist wirklich nicht so der Wahnsinn. Nee.
Ah, weiß ich nicht. Wir können ihn ja mal drin lassen, ein bisschen trainieren lassen. Vielleicht wird er ja irgendwann noch explodieren in seiner Gesamtstärke. Er zieht von dannen Niklas Stark mit getrübtem Gesicht, aber auch wir mit getrübtem Gesicht. Das ist ja schade, dass er gehen wollte. Da braucht er ja gar nicht so schauen, weil er wollte ja unbedingt gehen. Ich schaue eher getrübt. Wechselt Richtung Benfica Lissabon. Ich wünsche ihm natürlich alles Gute für seine Karriere. Er spielt jetzt international und so, also sei ihm auf jeden Fall gegönnt an der Stelle. Für ihn, denke ich mal, ein sehr smarter Wechsel. Aber wie gesagt, dann ist er halt eben weg. Und wir schreiben jetzt gerade den 1. Januar 2025 mittlerweile sogar. Und damit sind wir jetzt stecken jetzt quasi mittendrin im Transfermarkt. Alle Aufgaben eben kurz anzeigen. Genau, die Scouting-Berichte gehen jetzt komplett steil. Jugendturnier hat begonnen und so. Das ist alles, das schauen wir uns noch an. Niklas Stark, da sehen wir es aber, hat unseren Verein verlassen. Ich glaube, jetzt müssten wir auch das aktualisierte Transferbudget hier sehen können. Ja, da sehen wir das aktuelles Budget, 17 Millionen Euro. Um genau zu sein, befindet sich unser Budget momentan bei, 17 Millionen Euro tatsächlich. Und ich glaube, wir können jetzt schon die ersten Transfers hier tätigen. Vor allen Dingen müssen wir da relativ schnell tätig werden, weil ich habe so ein bisschen die Angst. Oh, warte, es gibt schon Angebote für unsere Spieler. Das finde ich immer noch. Das finde ich total scheiße, dass du hier in der Zentrale, ich gehe mal auf alle Aufgaben, vielleicht täusche ich mich auch, aber nein. Du siehst hier in der Zentrale nicht die reinkommenden Transferangebote. Das hatten wir ja schon mal gehabt, bei Niklas Stark zum Beispiel. Das habe ich zufällig gesehen. Und hier jetzt ja genauso. Da kam ein Transferangebot ja rein von Borussia Mönchengladbach für Leon. Alter, Geld für Leonardo Bittencourt. Die wollen nicht seinen Vertrag, die wollen ihn jetzt sofort haben. Oliver Burkey, oh Leute, was geht denn hier ab? Okay, bevor wir uns Spieler holen, gehen wir, glaube ich, erstmal hier rein, oder? Und gucken uns mal, was reingekommen ist. Alter, für alle Spieler. Veljkovic auch. Nach Mallorca ist das sogar, glaube ich, oder nicht? Okay, wir haben jetzt einiges zu tun hier. Also, pass mal auf. Wir beginnen erstmal mit dem einfachsten Ankishi. Heidenheim, lustigerweise, fragt an. Das delegieren wir aber, weil Laie zum Kauf gibt es nicht, Freunde. Wir gehen in die normale Laie. Einjahresleihe wäre sehr cool. Mal gucken, ob sie das akzeptieren. Das nächste ist, glaube ich, auch Bittencourt. Bittencourt hat einen Marktwert von... Können wir das hier irgendwo eigentlich nachsehen? Das kann man hier leider nicht sehen. Also, die bieten 2,4 Millionen Euro. Wie ich finde, schon sehr, sehr viel Geld, ehrlicherweise. Der Vorstand sagt mir, bis 2,7 Millionen Euro können wir gehen, deswegen gehen wir in die Verhandlungen rein. Wie gesagt, seid vorgewarnt, die heutige Episode wird lang gehen. Das ist sehr, sehr viel Theorie hier heute. Ich möchte mir viel Zeit dafür nehmen. Ach, guck mal, der hat Marktwert von 2,5 Millionen Euro. Dann können wir, glaube ich, sogar auf 2,8 Millionen Euro halt eben gehen. Wir dürfen hier nicht vergessen, sein Vertrag läuft ja eh aus. Also so viel wert ist er jetzt nicht mehr. Von daher 2,8 Millionen Euro ist, glaube ich, ein ganz gutes Angebot für einen 73er Spieler. Ach, guck mal, 2,5 Millionen Euro gehen sie schon hoch auf seinen Marktwert. Also mal gucken, ob wir 2,6 jetzt so manuell hoch. 100 Millionen Euro, imagine. Nee. Hier, 2,6 Millionen Euro, mal gucken, ob sie damit auch einverstanden sind. Nee, die bleiben bei 2,5, wisst ihr was, dann lasse ich ihn auch für 2,5 Millionen Euro gehen. Die Spannung war gerade sehr hoch. Und dann würde er wechseln zu Borussia Mönchengladbach. Was bedeutet, er bleibt uns erhalten in der Bundesliga. Wir werden also nochmal auf ihn dann treffen, wenn er wechselt. Er muss sich ja noch einig werden mit den Borussen. Oliver Burkey, lustigerweise Norwich City. Ja, Norwich, ihr könnt euch direkt mal bereithalten. Warte mal. Können wir nicht theoretisch Sargent mit Burkey tauschen? Wäre ja auch sehr cool, muss ich sagen, ne? Aber dann würden wir Damien Pizarro nicht mehr brauchen. Wobei, Damien Pizarro könnten wir uns trotzdem holen, weil wir hätten nur drei Stürmer dann zur Auswahl. Warte mal, ich gehe mal in die Verhandlung rein. Moment, wir gucken mal, was die dazu sagen, wenn ich jetzt Joshua Sargent haben möchte. Klar, Joshua Sargent ist viel mehr wert als Burkey. Wir sehen es hier, Marktwert 6 Millionen Euro. 74 Gesamtstärke übrigens, sehr stark. Und dann machen wir... Ah ne, das geht, glaube ich, gar nicht, ne? Wir können jetzt ja nicht sagen, dass wir denen auch noch Geld dazugeben. Ne, dann können wir das so leider nicht machen. Nee. Meine Idee war es jetzt natürlich dann auch noch Geld draufzulegen und so, aber das können wir ja hier gar nicht machen. Wir müssen da einzeln anfragen. Egal, guck mal, Norwich City, Burkey, passt ja eigentlich ganz gut. Der hat ja schon gespielt bei Birmingham, glaube ich, war das. Ich glaube, die ganzen Engländer, ich weiß noch, wie das auf Twitter war, als Burkey damals zu Werder Bremen gewechselt ist. Die ganzen englischen Fußballfans haben uns dafür ausgelacht, ihn als Spieler geholt zu haben. Das weiß ich noch. Mal gucken, kriegen wir vielleicht 1,5 Millionen Euro. Komm, das ist ein Premier League Club. Beziehungsweise Zweitliga-Club, die haben Kohle bis zum geht nicht mehr. Englischer Club, hallo? Jo, akzeptieren sie direkt. 1,5 Millionen Euro, cool. Für Oliver Burkey bin ich mit zufrieden. Läuft bisher wirklich wie geölt. Mal gucken, ob die Einkäufe genauso laufen. Und Miloš Veljković, jetzt reden wir mal über die großen Fische. Mallorca, hatte ich richtig in Erinnerung, das Logo. Da gehen wir die Verhandlungen rein, pass mal auf. Marktwert 2,5 Millionen Euro. Die gehen schon über Marktwert, aber ich möchte auch ein bisschen mehr Geld haben. Und zwar, wir versuchen das mal mit 3,15 Millionen Euro. Seid ihr damit einverstanden, Freunde? Oh, die gehen aber richtig hoch. Sehr, sehr geil. Damit kratzen wir schon an der 20 Millionen Euro Grenze in unserem Budget. Das gibt uns nochmal schön Verhandlungsspielraum für unsere Einkäufe. Boah, echt, also dann verlassen uns links und rechts alle möglichen Spieler. Bittencourt ist weg, Veljkovic wäre weg, Burkey wäre weg, Nankishi wäre weg. Da müssen wir uns echt anschauen, dass wir auch Jugendspieler hochziehen. Aber ich hab ja einen Plan im Kopf, also macht euch da keine Sorgen, das kriegen wir schon hin. 2,9 Millionen Euro, mal gucken, ob wir 3 Millionen Euro noch irgendwie rauskitzeln können. Die Spannung ist ja noch nicht so hoch.
Mal schauen, ob sie das akzeptieren. Und? Nee, die bleiben bei 2,9 Millionen Euro. Okay, wenn ihr so harte Verhandlungspartner seid, wisst ihr was, nehmen wir einfach an und so. Veljkovic ist sowieso sehr unzufrieden bei uns in der Mannschaft wegen seiner Spielzeit, da er bei uns nicht eingesetzt wird, nicht mal auf der Bank sitzt. Also, warum nicht? Ja, ich bin ganz ehrlich mit euch, wir könnten jetzt eigentlich die Verkäufe schon direkt sein lassen. Damit ist eigentlich jetzt alles getan, was getan werden muss. Wenn die Spieler alle gehen, perfekt. Und jetzt geht es halt darum, dass wir uns die Spieler kaufen, die wir gerne haben wollen. Deswegen, wo war das denn jetzt nochmal? Transfers und dann, ach ja, Transferzentrale, da wo wir eigentlich gerade waren, die Wunschliste. Die Spieler, die ich gerne haben möchte, jetzt haben die Scouts noch ein bisschen Arbeit geleistet. Guck mal, zum Beispiel Axel Witzel hat 79 Stärke, den können wir noch nicht kontaktieren? Hä? Wir können diesen Spieler direkt ansprechen, steht rechts, aber wir können den nicht direkt ansprechen. Vielleicht muss ich nochmal ein bisschen vorsimulieren. Egal, Spielers wäre jetzt jemand, Innenverteidigung, den ich gerne holen möchte. Wir sehen, oh, hey, hey, Verhandlungsstand angenommen, Angebotsart, irgendein anderer Club hat schon angefragt, scheiße, müssen schnell machen. Also, 4,2 Millionen Euro, Kaufforsch, nein, nein, ich habe mich verklickt, nein, 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 nein. Nein, ich habe mich verklickt. Nein, ich habe zu schnell, weil ich A gespammt habe, um schnell diese, um die Cutscene zu überspringen. Jetzt habe ich 7,7 Millionen Euro eingesetzt. Oh mein Gott, wie lost. Scheiße. Und ich bin jetzt nicht stolz darauf, was ich getan habe, aber weil ich jetzt gerade so ekelhaft gefettfingert habe, ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, den Spielstand neu zu laden. Ja, ich weiß, dafür kann ich vielleicht Hate von euch kassieren, weil das ja so ein bisschen jetzt Verzerrung ist und so der Realität und sowas, aber ich habe mich wirklich verklickt und das war total dämlich. Ich habe X durchgespammt, weil ich gerne die Cutscene halt eben überspringen wollte, die dann ja immer kommt. Und ich habe dann, ich wusste jetzt nicht, dass er eine Freigabesumme hat, ich habe dann nicht drauf geachtet und sowas. 7 Millionen Euro ist echt mega viel Geld, das Geld haben wir nicht und so. Und ich will den Spieler aber sehr gerne haben. Ist einfach dumm gelaufen. Deswegen, ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, dass ich jetzt den Spielstand geladen habe. Das hat jetzt natürlich dafür gesorgt, dass so ein paar Sachen anders sind. Das Lustige ist, die Transferangebote kommen trotzdem für alle Spieler rein, nur halt von anderen Teams. Zum Beispiel Bittencourt, da kam jetzt nichts von Gladbach. Den werden wir dann also wahrscheinlich nicht in der Bundesliga halt eben sehen, leider. Und die Jugendspieler übrigens aus Dänemark, die sind jetzt auch nichts Besonderes gewesen. Also leider war da jetzt auch nichts super dabei, wie wir das jetzt vorhin hatten. Also ein bisschen Sachen haben sich verändert. Ich fühle mich ein bisschen schlecht dabei, dass ich jetzt einfach geladen habe. Und ich kann auch verstehen, wenn ihr das auch nicht so cool findet. Aber es war jetzt so ein bisschen Impulsreaktion. Weil das war echt, also es hat mich jetzt gerade aufgeregt, dass ich da mich verklickt habe und so. Weil das sollte einfach nicht passieren. Ich wollte einfach in die Verhandlung reingehen und so. Das ist total dämlich gelaufen. Vielleicht findet ihr das auch gar nicht so schlimm, wie ich das jetzt gerade finde. Und ihr seid damit alle halt eben fein und so. Aber ich möchte das hier nicht irgendwie in Schatten, irgendwie in Dunkeln unterkehren. Sondern ich möchte euch offen und ehrlich, transparent darüber aufklären, dass ich einfach den Spielstand jetzt hier geladen habe, damit ihr alle darüber Bescheid wisst. So, ich gehe ganz kurz hier durch die ganzen Transferangebote durch. Also wahrscheinlich wird sich jetzt auch die Summe... Heidenheimer trotzdem angefragt, lustigerweise. Also wahrscheinlich werden sich auch die Transfersummen, die wir von den Spielern bekommen, jetzt ein bisschen ändern und sowas. Also nicht wundern, ne? Wenn jetzt gleich einfach mein Budget auch ein bisschen anders aussieht. Und jetzt kümmern wir uns um die Spieler, die wir uns kaufen wollen. So, Jornis Spielers, jetzt achte ich auch darauf, Kauf vorschlagen und jetzt nicht einfach X durchspammen. Nein, Vereinsverhandlungen beginnen. Dankeschön. So, jetzt können wir damit auf jeden Fall weitermachen. Also, jetzt sind wir in den Verhandlungen drin. Jornis Spielers, 4,2 Millionen Euro Marktwert, 19 Jahre jung, aber ich denke mal, wir können da ein ganz gutes... Komm, wir versuchen da jetzt mal ein schönes Angebot zu machen. Ich bin jetzt mal ein bisschen rotzefrech. Ich habe ja die Verhandlungen auf sanft gestellt, dass die jetzt nicht so ganz streng sind und so, mal gucken. Also es ist schon eigentlich ganz schön frech, 3 Millionen Euro nur anzufragen. Das wäre jetzt das Beste, wenn ich all das getan hätte, dass er jetzt einfach das Gespräch abbricht und so. Und dann, was? Ohne hochzugehen. Fighter Verkaufsgebühr. Ja klar, 4% ist nichts. Nimm mich sofort. Alter, was für ein Schnäppchen. Oh mein Gott, das hat sich mega gelohnt, den Spielstand neu zu laden. 3 Millionen Euro. Der ist neu. Hä? Ist das ein Bug? Der ist 19 Jahre jung, 71 Gesamtstärke, nur 3 Millionen Euro. Das Geld von Niklas Stark ist damit ja perfekt investiert, WTF. Okay, das überrascht mich komplett. Wir gehen sofort in die Verhandlung rein, weil irgendeine andere Mannschaft hat ja auch bei ihm angefragt. Und bevor die da jetzt gleich zuschnappen und so ganz schnell. Guck mal, von sich aus schon, Rotation, ja klar, Safe Goal, war sowieso mein Plan. 5, guck mal, das sind mir die Liebsten, die so motiviert sind, dass sie die Vertragsverhandlungen von selbst hier schon durchführen. Das sind mir die Liebsten, weil so brauche ich gar nicht viel machen. 5 Jahre Freigabe, so machen wir nicht. Nein, nein. Hab gerade noch positiv von dir gesprochen, dass du hier die Verhandlungen für dich schon alleine führst und jetzt mach nicht so einen Scheiß mit der Freigabesumme. Sowas will ich gar nicht im Vertrag sehen. Vor allen Dingen nicht, wenn du so jemand bist mit viel Potenzial. Schön, damit ist auch einverstanden. Und Gehalt darf ich jetzt wieder entscheiden. Guck mal, der verdient jetzt bei Club Brügge 14.500 Euro. Ein bisschen mehr Geld sparen können wir ja. 13.000 Euro Gehalt und 100.000 Euro Einstiegsbonus. Was sagst du dazu, mein kleiner, wie heißt denn du, Jorn, ich weiß gar nicht, wie man seinen Namen übrigens ausspricht, ich bin kein Belgier, ich nenne ihn einfach Spielers. So, mal gucken, ob du damit auch einverstanden bist. Und? Damit ist er einverstanden. Geil, was für ein Schnäppchen. Und damit haben wir unseren ersten Spieler verpflichtet, meine Damen und Herren. Niklas Stark ist damit
muss ich ganz ehrlich sagen, noch viel besser ersetzt, als wir uns das hätten, glaube ich, erträumen können. Wir haben so wenig Geld für den ausgegeben. 3 Millionen Euro. Dann noch im Gehalt gespart und so. Für einen 19-Jährigen, der jetzt schon als Stammqualität theoretisch spielen kann. Wir kriegen einen B dafür. Was? Ein B? Was hätte ich denn besser machen sollen? 2,7 Millionen Euro hätte ich rauskitzeln können. Das ist ja lächerlich. Der ist ja geschenkt. 19 Jahre. Das ist doch ein Bug. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Aber ich bin sehr zufrieden. Wie geil ist das denn bitte? Der erste Transfer war ein voller Erfolg und ich möchte, dass es da gar nicht aufhört. Wir gehen direkt rein. Die nächste Baustelle ist ja Sturm. Und auch wenn ich sehr gerne Josh Sargent hätte, Scouting läuft halt eben noch und uns läuft die Zeit auf jeden Fall vorbei. Deswegen muss ich jetzt relativ schnell einkaufen. Und ich kann mir vorstellen, dass Sargent leider auch ein bisschen zu teuer sein wird, denn er spielt in England. Und England ist bekannt dafür, dass die Spieler einfach lächerlich teuer sind, absolut unverdient teuer sind. Und deswegen glaube ich, dass Sargent auch relativ teuer sein wird. Pizarro auf der anderen Seite hat einen Marktwert von 3,3 Millionen Euro. Und ich glaube, bei ihm können wir auch ein Schnäppchen eben ziehen. Wir sehen, Verkaufspreis liegt bei 4,1 Millionen Euro. Hier steht aber Angebot von ca. 3,1 Millionen Euro eine Chance. Wir machen Kaufvorschlag. Ich passe auf, dass er... Nee, Freigabesumme hat er nicht. Ich hätte ihn sehr gerne. Wie gesagt, die Geschichte wäre so geil, wenn wir wieder ein Pizarro hätten bei Werder Bremen. Wie cool ist das bitte? So, der Vorstand hat mir gesagt, 3 Millionen Euro, deswegen kein Risiko eingehen. Hier machen wir auch 3 Millionen Euro. Wenn wir den für 3 Millionen Euro bekommen würden, den nächsten 19-Jährigen für 3 Millionen Euro, wäre das ja so krass. Ja, das gibt's ja wohl nicht. 8% ist aber ein bisschen viel. Können wir vielleicht an der Weiterverkaufsgebühr ein bisschen schrauben? Was hältst du von 5%? Damit bin ich einverstanden. Dann kriegt er auch ein bisschen Geld dafür. Damit ist er einverstanden. Ich glaub's nicht. Wie gut ist die Transferperiode denn bitte? Wie geil ist das bisher gewirtschaftet? Wir haben wenig Geld und wir holen uns Spieler für die Zukunft, die echt explodieren können in ihrer Stärke für ultra wenig Geld. Wir machen das gerade so gut. Die Transferperiode läuft viel zu gut. Mal gucken, bist du sogar mit sporadisch einverstanden oder willst du Rotation direkt? Er ist mit sporadisch sogar einverstanden. Wie geil. 5 Jahre, ja? Komm her! Keine! Der will keine Freigabesumme! Boah, bist du mir sympathisch! Direkt! Komm einfach direkt! Mir ist egal, was du verdienen möchtest. Du kriegst alles von mir. Nee, ein Euro. Imagine, das alles jetzt, um ihn vorzuschlagen. Wie wär's, wenn du nur einen Euro bei uns verdienst? Nee. So, da gehen wir natürlich wieder rein. Der verdient momentan 11.000 Euro, also gebe ich ihm mal 10.000 Euro und Handgeld geben ihm mal 80.000 Euro. Überleg mal, wenn du als 19-Jähriger 80.000 Euro einfach so auf die Hand gelegt bekommst, ne? Das ist doch viel zu viel. Damit ist er einverstanden. Ich glaube es nicht. Es läuft zu gut. Irgendwas muss noch passieren. Hier muss es noch richtig knallen in der Transferzeit, sage ich euch. Das kann nicht sein, dass es hier gerade so reibungslos durchläuft. Irgendeine Scheiße muss noch kommen. So geil. Damian Pizarro ist jetzt damit verpflichtet. 3 Millionen Euro. Sehr schön. Mal gucken, was wir hier für eine Bewertung kriegen. Auch nur B. 2,5 Millionen Euro. Hä? In FIFA war das sonst immer so. Da waren die Spieler immer so lächerlich teuer. Selbst wenn sie 35 Jahre alt waren, wollten die immer 10 Millionen mehr, als der Marktwert es überhaupt hergibt. Naja, egal, ich bin damit sehr zufrieden. Damit haben wir jetzt noch sehr viele Optionen, weitere Optionen bei uns in der Mannschaft. Und ich weiß schon, wo ich als nächstes reingehe, weil ich glaube, wir haben jetzt immer noch ein sehr hohes Budget, ne? 11 Millionen Euro ist sehr viel. Ihr wisst ganz genau, was ich jetzt vorhabe. Denn, was ich noch gar nicht angesprochen habe, ist, im Team schlummert ja noch ein Spieler, den wir auf Leihbasis bei uns an der Weser haben. Nämlich Derrick Köhn. Und der ist bei uns... Man sieht es auch mit seiner 77 Stärke, verdientermaßen vorne mit dabei als Stammkraft. Ein wahnsinnig guter Flügelspieler, der sowohl offensiv als auch defensiv eigentlich für überall gut ist. Und deswegen, den wollen wir selbstverständlich fest verpflichten. Das habt ihr mir auch mehrfach in die Kommentare geschrieben, verpflichte ihn bitte fest und das habe ich auch vor. Transfers, wir gehen in die Transferzentrale, nee, wo müssen wir reingehen dafür? Ach, hier war das, ja genau, Teamzentrale, Vertrag läuft aus, sehen wir ja hier, Derrick Köhn. Und den müssen wir unbedingt haben, von daher werden wir ihn... Was? Wie? Hä, das stand doch vorher. Are you fucking kidding me? Junge, das ist so bad. Hier, ey, in der letzten Episode oder was es da war, da habe ich mir den doch, oder vorher, da stand hier doch Kauf vorschlagen. Wo ist das hin? Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Hä? Ach, leck mich. Nee, dafür werde ich jetzt den Spielstand nicht nochmal laden. Ach, das ist doch richtige Scheiße. Als ob, oder liegt das an der Transferperiode? Ich werde jetzt immer wieder zwischendurch schauen. Ey, wehe, das geht jetzt auf einmal nicht mehr. Dann bin ich auf 180. Ich will den gerne haben. Das ist ein super starker Spieler. Der fühlt sich bei uns wohl. Der ist top glücklich und so. Ein super guter Spieler. Und wir hatten ja vorher die Option hier gehabt mit Spieler kaufen. Jetzt ist die weg oder was? Hä? Zumindest werden jetzt die nächsten Spieler von uns verkauft. Heißt also, wir kriegen nochmal ein bisschen mehr Transferbudget. Ich habe jetzt ein bisschen vorsimuliert. Ich glaube, 4 Tage oder was da war. Guck mal, bitten kurz sogar Monaco. Also wie krass ist das denn bitte für seine Karriere auch, dass er jetzt einfach in Monaco rumkicken darf. Ja, Berkey, wie gesagt, jetzt gehen die ganzen Abgänge halt dem Team mit durch. Der ist übrigens zu den Young Boys in die Schweiz gewechselt, lustigerweise. Und Geld für uns. Und ich hoffe, dass Derrick Köhn, dass das jetzt funktioniert. Das kann doch nicht sein, dass es mit Köhn jetzt nicht funktioniert, mein Gott. Zentrale aufrufen, bitte. Köhn, das ist doch zum... Also bitte, das ist doch komplette Scheiße. Das ist doch kompletter Nonsens.
wie gesagt, vielleicht liegt es daran, dass wir gerade die Transferperiode haben oder so, dass andere Vereine bei Galatasaray anfragen können, aber es ergibt ja keinen Sinn. Warum kann ich denn nicht anfragen? Oh Mann, ich hoffe, das ist noch möglich. Das wäre so bad, wenn das nicht mehr möglich ist. Dann müsste ich ihn quasi für volles Geld in der nächsten Saison verpflichten, wenn ich ihn haben möchte. Das wäre richtig doof. So, Mitteilung. Was gibt's denn noch? Positionswechseloptionen, genau, Bittencourt verkauft und so weiter. Ich gucke gleich nochmal rein, ob irgendwelche anderen Transferangebote reingekommen sind, weil, das habe ich euch auch schon mal erzählt gehabt, die Transferangebote werden mir ja leider einfach nicht angezeigt vorne im Startbildschirm, was total dämlich ist. So, Sommer ist auf eine 61er hochgegangen. Falls ihr euch noch an Sommer erinnern könnt, wie ich finde, immer noch einer der besten Jugendspieler, die wir überhaupt haben in unseren Reihen. Mega, mega geil, super stark, Top-Torjäger vor allen Dingen auch. In jedem Turnier Top-Torjäger. So, mal gucken, was steht hier bei der Transferzentrale. Kamen hier noch Transfers rein? Es gibt nochmal, ist das ein neues Angebot? Weil ich habe es ja eigentlich delegiert. Eigene Angebote? Nee, die sind ja schon bei uns. Duxch? Oh, nee! Nee! Jetzt muss ich um... Amos Pieper! Leipzig! Nein, das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Wir werden verrückt. Das können wir nicht machen. Okay, erstmal das Wichtigste. Also, ach Gott. Nee, erstmal nicht das Wichtigste. Erstmal hier. Kurze Laufzeit, Heidenheim. Ist okay. Wechselt er in die Bundesliga? Also bleibt er in der Bundesliga, meine ich, wechselt zu Heidenheim. Kriegt da hoffentlich Spielzeit, weil Heidenheim hat eine sehr starke Mannschaft. Ich hoffe, Nankishi kommt überhaupt zum Einsatz. Wir machen es trotzdem. So. Ach du Scheiße. Das ist das, was ich mache. Oh Gott. Ich habe euch ja erzählt gehabt, ne? Es läuft nie wie erwartet. Es läuft nie wie geplant in meinen Transferperioden. Also Amos Pieper für 8,1 Millionen Euro. Ich bin auch hier bereit, in die Verhandlungen reinzugehen und zu sagen, wenn ihr gutes Geld für Amos liefert, bin ich bereit, ihn auch gehen zu lassen. Wir holen uns einen neuen Innenverteidiger. 76 Stärke, 26 Jahre alt. Alter, das wäre so krass. Ich sag euch ja, es läuft nie, wie ich es mir vorgestellt habe. Habt ihr vielleicht irgendjemanden in der Innenverteidigung, der interessant für mich sein könnte? Viel zu teuer auf jeden Fall erstmal alle. Biccia, oh, 19 Jahre jung, 70 Gesamtstärke, hallo. Aber da haben wir jetzt ja quasi den Spielers, der sogar noch eine Gesamtstärke mehr ist. Also, wisst ihr was? Wenn ihr mir für Amos Pieper, jetzt mache ich die Hosen richtig auf, 11 Millionen Euro liefern könnt, dann werde ich ihn gehen lassen. Für 11 Millionen Euro bekommen wir einen Spieler seines Kalibers auf jeden Fall. Bin ich mir ziemlich sicher. 8,6 Millionen Euro, das ist nicht viel, das ist nicht genug. Für seinen Marktwert und so, das ist jemand, der auf jeden Fall noch besser werden kann. Es muss meiner Meinung nach auf jeden Fall in die 10 Millionen stellige Bereiche, da muss es halt reingehen. Sorry, also sonst lasse ich ihn nicht gehen. Dann bleibt Amos Pieper halt bei uns an der Weser. Ja, 8,6 Millionen Euro, da werden wir nicht einig. Ich gehe noch ein bisschen runter, aber da werden wir nicht einig, kann ich euch jetzt schon sagen. Ich will ihn jetzt auch nicht für wenig Geld ziehen lassen. Guck mal, 10, 2, 5. Wenn ihr mir jetzt ein bisschen näher kommt, wäre ich euch da sehr gelegen. Komm. Wollen wir nicht haben? Okay, alles klar. Ja, ist euer Pech. Ist nicht mein Problem. Für uns sogar einfacher, weil dann können wir mit Amos Pieper auch rechnen. Ich will ihn ja auch eigentlich gar nicht gehen lassen. Aber hier muss ich realistisch denken. Also die müssen schon wirklich in die 10 Millionen Euro Richtung reingehen, damit wir ihn verkaufen. So um seinen Transfermarkt rum. Das ist ja nicht wert. Seine Form bietet auf jeden Fall mehr Geld. Aber jetzt kommen wir zum großen Kracher. Marvin Duxch. Ich habe euch erzählt, wenn er so für 13 Millionen Euro ungefähr geht, lasse ich ihn auch gehen für 13 Millionen Euro. Da kriegen wir auf jeden Fall einen richtig, richtig geilen Stürmer her. Da können wir wahrscheinlich Füllkrug einfach holen. Dann haben wir wahrscheinlich Geld für Füllkrug. Deswegen, wir gehen in die Verhandlung rein. Sevilla hat Geld. Müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Sevilla hat auf jeden Fall Geld. Guck mal, sein Marktwert liegt bei 10,5 Millionen Euro. Ja. Oh Gott, seid ihr bereit? Wenn die das jetzt akzeptieren, ne? Wenn die das jetzt akzeptieren, Leute... Heilige Scheiße, Angebot absenden. Oh mein Gott, es geht los. Oh, okay. Die lehnen sofort ab. Ist okay, kann ich mitleben. Es war ja Spannung in der Luft. Ich glaube, jeder von euch hat sich gerade die Arschbacken zusammengebissen, ob das nicht vielleicht doch was wird. Weil 13 Millionen Euro für Duxch wäre wirklich sau, sau viel Geld. Nun steht als nächstes auf meiner Liste den Kaspar Urbanski hier. Ne, 71 Gesamtstärke, 20 Jahre jung. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich Carlos Rodriguez auch hole, aber der ist ja immer noch im Rennen. Also ich werde erstmal Urbanski, glaube ich, holen. Damit haben wir auch jemanden, der auf der Flügelposition eben agieren kann und sowas von der KV vorschlagen. Nein, Vereinswart. Ich werde jetzt nicht wieder fettfingern, nicht wieder den Spielstand laden müssen und sowas. Kriegen wir, denke ich mal, auch relativ günstig. Ich mache mal, glaube ich, einfach mal einen Vorschlag von 4 Millionen Euro. Es hat ja bisher auch ganz gut funktioniert, dass auch die jungen Spieler trotzdem für viel, viel weniger Geld halt zu verkaufen sind. Von daher mal gucken, was sie bei 4 Millionen Euro sagen. Das ist ja unfassbar. Wieso sind die alle so günstig? Wisst ihr was? Ich bin mal so rotzefrech und ich gehe trotzdem, ich verhandle noch weiter. 4,15. Ich nehme jetzt jeden Cent, den wir hier kriegen können. Wir haben nicht viel Budget, also von daher müssen wir auch jeden Cent nehmen. Und das nehmen sie jetzt auch an. Also wirklich unfassbar. Wieso kriegen wir alles so günstig? Was sind wir für krasse Vertragspartner eigentlich? Verhandlungspartner meine ich, ja, Urbanski. Super cool, einen Pole auch mit rein, direkt Sympathie bei mir, weil für die neuen Zuschauer, die mich vielleicht nicht kennen, ich bin ja halb Pole. So, mal gucken, aktuelles Gehalt knallt natürlich richtig rein. Mal gucken, ob er mit sporadisch einverstanden ist, ansonsten Rotation ist auch in Ordnung. Wichtig! Moment! Okay!
Das ist eine andere Geschichte. Wichtig. Alter, so ein bisschen die Bittencourt-Geschichte dann, ne? Du wirst irgendwann mal ein Wichtiger sein, aber jetzt, boah. Das wird wahrscheinlich Probleme geben, sage ich euch jetzt schon. Aber wir brauchen den ZOM. Wir haben Isaac und dann hört's auf. Wir haben Romano Schmid, der ist momentan verletzt. Wen haben wir denn da überhaupt noch? Das war's. Wir brauchen. Ja. Ich glaube, Rodriguez muss ich mir auch holen, weil sonst haben wir einfach nicht genügend Spieler. Aber Rolle im Kader wichtig. Alter Urbanski. Das kann ich dir nicht geben. Aber weißt du was? Dann wirst du halt rumheulen bei uns. Ist mir doch scheißegal. Wirst du halt auf der Bank rumheulen. I don't care. 5 Jahre willst du ja trotzdem bei uns bleiben. Also das grün-weiße Blut ist also anscheinend auch bei dir übergegangen. Freigabesumme nicht. Guck mal, jetzt macht er wieder alles gut. Dann bin ich mir sicher, kriegen wir das auch mit deiner Rolle hin, muss ich sagen. Urbanski. Dann machst du es dann doch wieder ganz gut. So, jetzt pass mal auf. Aktuelles Gehalt, das kann ich dir absolut nicht bieten. Du musst jetzt mal richtig verzichten, mein Freund. Aber du liebst doch den Fußball. Es geht dir doch darum, dass du Spielzeit bekommst oder nicht. Und ich gebe dir 200.000 Euro Handgeld. Weil 8.500 Euro weniger in der Woche verdienen, das ist sehr, sehr viel. Das macht keiner freiwillig. Ja, es wäre das Angebot. Gott sei Dank ging das durch. So viel Geld können wir ihm nicht geben. Okay, der will unbedingt ein wichtiger Spieler sein. Das ist natürlich ein bisschen krass, aber egal. Guck mal, 3 Transfers schon auf unserer Seite. 3 Spieler, die wir verpflichtet haben. Und Urbanski, der hat auch ein Top-Potenzial. Das ist auch jemand für die Zukunft und so. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Mal gucken, was die Preisbewertung jetzt übrigens sagt. Ach, schon wieder ein B. Also ich bin was... Alter, 3,2 Millionen Euro! Hätte ich noch mehr sparen können. Das ist ja der Wahnsinn, wie günstig die ganzen Spieler sind. Apropos günstig, ganze Spieler. Ich glaube, unser Budget... Also wir müssen noch ein bisschen was kaufen. Ihr dürft nicht vergessen, von unserem Vorstand hieß es ja... Wo war das denn nochmal? Büro, glaube ich, kann ich das einsehen, richtig? Oder... Tabelle Ziele, genau. Unser Ziel bei den Finanzen ist es nämlich, die Saison zu beenden mit 3 Millionen Euro Restbudget. Wir haben immer noch sehr viel Geld. Selbst wenn wir Urbanski jetzt geholt haben und so. Aktuelle Stand 14 Millionen Euro stimmt, glaube ich, sogar gar nicht. Ich glaube, wir sind bei 10 Millionen Euro momentan. 7 Millionen Euro können wir also noch ausgeben. Von daher überlege ich gerade sogar, vielleicht, weil ich glaube... Transferzentrale, dann wird doch wahrscheinlich Axel Witzel gar nicht so teuer sein. Wenn wir jetzt... Ah nee, können wir gar nicht. Wir können den gar nicht kaufen. Verpflichtung delegieren? Gehaltsangebot. Tatsächlich, wir können den gar nicht direkt kaufen. Hä? Angebote von Bittencourt kommen locker rein, ne? Wo sie dann auch Marktwert und so weiter bezahlen wollen. Aber Axel Witzel, wenn ich den haben möchte, kann ich jetzt keinen Marktwert bezahlen. Guck mal, Marktwert 6 Millionen Euro. Weil da hätte ich ihn jetzt schon direkt im Club gehabt. Und dann hätte ich ihn, ja, dann hätte ich mehr in Richtung 3 Millionen Euro Restbudget reingehen können. Aber trotzdem frage ich bei ihm an, glaube ich, oder? Oder? Ist jetzt eine gute Frage. Oder ich hole mir einen anderen alten Routinier. Ich schaue mich nur mal ein bisschen um hier auf dem Transfermarkt, bevor ich das mache. Beziehungsweise, nee, Rodriguez warte, lasse ich auch noch mal eben ganz kurz warten. Nee, ich schaue mich noch mal ein bisschen um, weil ich möchte gerne einen Routinier holen. Wir haben eine sehr junge Mannschaft und wir brauchen da, wie ich finde, so einen Führungsspieler noch in der Mannschaft. Und ich habe mich auch mal umgeschaut und habe Yannick Westergaard gefunden. Was haltet ihr eigentlich von ihm als Personalie? Ganz ehrlich, der hat ja bei Werder Bremen schon mal gespielt, spielt jetzt einige Jahre in England bei Leicester City und ich glaube, der würde auch super reinpassen. Der könnte sogar für einen Konkurrenzkampf mit Amos Pieper und Marco Friedl so ein bisschen führen. Ich glaube, der wird von der Gesamtstärke auch ungefähr so in deren Bereich rumschlittern, 32 Jahre alt. Also kommt auch wieder mit unfassbar viel Erfahrung ein. Her. Und das ist mir einfach sehr wichtig, dass ich Erfahrung in die Mannschaft mit reinbringe. Deswegen, ich kann mir vorstellen, der würde auch ziemlich gut reinpassen in die Mannschaft. Ich scoute den aber noch. Ich glaube jetzt einfach mal nicht, dass er zu einer anderen Mannschaft wechselt, weil ich glaube, da kam auch kein Angebot, glaube ich, rein für ihn und sowas. Also ich sehe zumindest nichts davon. Gucken wir uns mal an. Und sonst lasse ich halt Axel Witz hier noch mit drin. Kann man ja immer noch in der nächsten Saison holen. Und ich finde ganz ehrlich, Carlos Rodriguez ist immer noch sehr interessant. Wobei ich auch nicht weiß, was der halt eben verdienen möchte bei uns und so. Ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Die Spiele dürfen aber nicht vergessen werden, auch wenn der Fokus in der heutigen Episode bei den Transfers liegt. Trotzdem, das geht direkt rein. Das Spiel Platz Nummer 2 gegen Platz Nummer 4. RB Leipzig gegen Werder Bremen. Und ihr seht schon, die Kamera habe ich mal wieder ein bisschen geändert. Ich probiere jetzt mal einfach mal ein bisschen aus und frage euch jetzt weiterhin in die Runden, was haltet ihr denn von dieser Kameraeinstellung? Ich sage euch ganz ehrlich, die finde ich echt scheiße. Nee, ich stelle die schon direkt wieder um. Ich habe vor diesem Spiel mich dazu entschieden, wisst ihr was? Ich stelle auch nochmal die Kamera neben um, weil ich möchte mit euch so ein bisschen darüber reden, ob vielleicht eine andere Kamera auch ganz cool wäre, aber die ist ja katastrophal. Also da, ich will ja die Spieler, das ist ja das Ding, ich will wie im Fernsehen, ich will die Spieler sehen, die oben laufen und unten laufen, damit ich weiß, wo meine Mannschaft halt unterwegs ist und sowas. Ich guck mal, wie vielleicht diese Kameraeinstellung halt funktioniert und so. Das ist viel zu weit rangezoomt, wirklich, das erinnert mich an Ultimate Team, weißt du, aber das, wir spielen ja kein Ultimate Team, wir spielen ja realistischen Karrierefußball. Ne, ne, vielleicht bin ich auch einfach nur, erstmal, ich bin auf jeden Fall alt. Aber ich bin auf jeden Fall viel zu sehr daran gewöhnt, glaube ich, hier taktisch als Ansicht zu machen. Das war das so, oder? Oder war das Übertragung? Nee, taktisch haben wir, glaube ich, gemacht. Ne? Und dann Zoom, glaube ich, habe ich auf Stufe 5 oder sowas reingesetzt. Wir können den ja noch ein bisschen hochschrauben auf 10 zum Beispiel, dass ein bisschen mehr rangezoomt ist. Weil mit dem anderen, das geht nicht. Leute,
Das ist viel zu weit rangezoomt. Da habe ich überhaupt gar keine Spielübersicht oder so. Das ist doch Katastrophe. Von den Neuzugängen. Ey, was machen die denn? Šeško hatten wir auch schon mal gehabt in der Bremen-Karriere. Pieper stellt sich heldenhaft dazwischen. Der muss jetzt alles geben, Pieper übrigens, weil er natürlich auch die Transfer-News mitbekommt. Der weiß, Spielers ist in der Mannschaft. Der weiß auch, dass wir uns gerade Yannick Westergaard ein bisschen anschauen und so. Und jetzt muss es für ihn wirklich um alles gehen. Der will seinen Stammplatz selbstverständlich nicht verlieren. Ja, und ich wollte gerade halt nochmal euch sagen, es spielt noch keiner der Neuverpflichtungen am Anfang mit dabei. Die sind noch auf der Bank unterwegs, also sowohl Spielers als auch unser Stürmer Pizarro. Beide, mal gucken, ob wir die noch im Spiel hier sehen werden, ob wir die noch einsetzen werden. Alter, wie die uns pressen, was geht mit Leipzig ab, ey? Also die spielen auf jeden Fall wie eine Mannschaft, die auf Platz Nummer 2 ist bisher. Waren wir überhaupt einmal in deren Hälfte drin? Köhn, lauf mit, jawohl, Demann und Köhn auf der Flanke, wirklich, die beiden sind so fantastisch. Egal, Einwurf rausgeholt, sehr schön. Immer noch sehr schade, dass wir eben einfach Köhn nicht fest verpflichten können. Ich hoffe, das wird noch möglich sein. Wahrscheinlich am Ende der Transferperiode. Jemand schrieb mir ja mal in die Kommentare, macht das am besten am Ende der Wintertransferperiode. Vielleicht, weiß nicht, ich finde das komisch, dass man jetzt nicht mehr anfragen kann, dass es dann später dann doch irgendwie funktioniert. Aber wir wissen ja, FIFA ist manchmal halt auch einfach ein komisches Spiel, ne? Ansonsten noch eine wichtige Information an alle Zuschauer da draußen, die mich so ein bisschen unterstützen wollen außerhalb von YouTube. Es gibt nämlich, ich weiß gar nicht, wie ich das am besten euch erklären kann. Ich suche nämlich jemanden, der sich Highlights aufschreiben möchte von dieser Karriere hier. Ihr habt richtig gehört. Ich möchte nämlich sehr gerne im Februar 2025 ein riesiges Highlight-Video auf meinem Kanal hochladen. 10 Jahre des Saint TV ist das dann und ich möchte dann halt für alle YouTube-Projekte, die ich in diesen 10 Jahren rausgebracht habe, Highlights rausschneiden. Quasi wie so ein riesiges Best-of. Und ich suche Leute, die bereit dazu wären, hier in dieser Karriere, hier schon im Laufe der Karriere, Highlights rauszuschneiden. Wenn du da draußen interessiert daran bist, dann komm bitte auf meinen Discord-Server, schreib mich einfach an per DM und schreib mir, hey, ich habe diese Episode hier heute geschaut und ich wäre dann interessiert, Highlights hier aus dieser Karriere rauszuholen. Also ihr müsst nicht rausschneiden oder so. Es reicht einfach, wenn ihr einfach nur Highlights rausschreibt mit Zeitstempel und so. Aber mehr Informationen kriegt ihr dann von mir einfach per DM. Also bitte, joint meinem Discord-Server, schreibt mir dann einfach eine DM auf Discord, Aaron Johansson. So heißt der gar nicht, aber ja, um das Thema halt anzusprechen. Ich brauche eure Hilfe. Auch für ganz, ganz viele andere Projekte, aber ich suche jetzt vor allen Dingen jemanden, der mir hier in diesem Projekt helfen kann. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da einige gibt, die das hier energisch anschauen und dann bereit wären, Highlights aufzuschreiben. Warte mal, Angriff hier schon wieder. Dux kommt richtig geflogen. Der traut sich mal in die Kopfbälle. Schön mit anzusehen, Freunde. Aber leider können wir hier immer noch keine weitere Gefahr ausstrahlen. Aber es gefällt mir sehr gut, wie wir uns hier gerade trotzdem rauskämpfen aus den Fesseln von Leipzig, die uns am Anfang sehr krass bedrängt haben. Oh Mann, sag ich kaum, André Silva, Lupfertor. Scheiße, ich habe den Keeper rausgeholt, das war auch so ein bisschen meine Schuld. 1-0, irgendwann, es war noch eine Frage der Zeit, dass irgendeine Mannschaft trifft. In dem Fall ist es leider Leipzig gewesen, die machen aber auch wirklich ein bockstarkes Spiel, was willst du da auch machen? Super von denen rausgespielt, klasse auch durchgelaufen von André Silva und auch Šeško, der sich da super gegen 3 Verteidiger unsererseits durchsetzen konnte. Da kannst du nicht viel machen. 10 Tore für ihn, Top-Torjäger bei Leipzig, by the way, auch insgesamt in der Bundesliga vorne mit dabei. Jetzt sind wir am Zug und wir lassen uns nicht einschüchtern. Seht ihr das? Direkter Angriff von uns nach dem Gegentor. Und leider wieder jemand, der sich dazwischen stellt. Und übrigens der Schiedsrichter schon wieder schwarz gekleidet. Und ich dachte, bevor Xavi wieder an den Ball kommt, dass wir an den Ball kommen. Aber es war der Schiedsrichter schon wieder. Was macht Xavi denn da eigentlich gerade? Hallo, Xavi, können wir dich mal stoppen? Was macht denn der hier? André Silva, auch ein Spiel seines Lebens. Friedel mit dabei. Oh, Friedel, aber ein bisschen am... Oh, wie macht André Silva das eigentlich? Was? Jetzt auch noch mit der Hacke? Wie frech. Und die Flanke kommt top rein von Xavi. Und der Kopfball vom Baumgartner ist so viel für uns. Wir werden jetzt gerade ein bisschen deklassiert. 2-0, 41. Minute. Leipzig macht das aber auch unfassbar stark. Hier mit André Silvas Trick. Dank Xavi mit der direkten Flanke. Die ist aber auch perfekt. Also Präzisionswasser hat er heute getrunken. Unfassbar geile Flanke. Und Baumgartner, der musste noch einnicken. Leider war Weiser ein bisschen zu langsam. Keiner der Innenverteidiger war übrigens da, also Amos Pieper hätte da auch gerne sein können. Was geht in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig bisher? Wie ihr sehen könnt, Ballbesitz auf der Seite von Leipzig, also noch nicht so wirklich viel von uns. Also die spielen das wirklich super, super stark, sind aber auch mega aggressiv. Also vielleicht, Alter, ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht nicht in den Zweikämpfen, bis halt David Raum kam und jetzt Weiser einfach weggeschoben hat. Aber die spielen super, super aggressiv im Spielverlauf. Also du merkst wirklich, die sind sehr aggressiv damit, die Bälle schnell nach vorne zu bringen. Super pressingstark sind die, also stellen alle unsere Spieler einfach dicht, auch unsere Passwege. Wir kommen da kaum hinter. Wisst ihr was? Schon in der 53. Minute muss es hier Wechsel geben. Ich glaube, ich mache es ein bisschen offensiver. Ich denke mal, vor allem hier so in der zentralen offensiven Position wäre es ganz cool, jemanden zu haben,
der vielleicht ja auch ein bisschen bissiger ist. Und ich glaube, im Real Life, im Spiel gegen Hoffenheim, woran ich mich gerne zurückerinnere, haben wir gesehen, dass Keke Topp so jemand ist. So ein frecher Spieler, der auch sehr gerne mitstochern kann. Und ich glaube, den sehe ich sogar auf der ZOM-Position hier über Isak. Beziehungsweise gibt es die Möglichkeit, dass ich die Taktik so bearbeiten kann, dass er, wo kann ich das denn machen, ist jetzt die Frage. Formationen, die nicht alle Formationen anzeigen. Hat man hier nicht die Möglichkeit eigentlich? Kann ich hier nicht bei Profirollen vielleicht? Ich möchte ihn nämlich jetzt, nee, nicht Marvin, du, hä? Wieso sind die jetzt getauscht, hä? Wie ist denn das jetzt zustande gekommen? Ich habe doch Keke Topp hier gerade als Set. Das Spiel ist manchmal so weird. Ich möchte nämlich Marvin Ducksch sehr gerne. Geht das hier nicht? Aktivitätskarte anzeigen? Nee. Ich möchte sehr gerne das hier als MS machen. Kann man hier die Formation. Das frage ich mich sowieso. Wenn einer von euch das weiß, ich möchte hier sehr gerne eine Formation bearbeiten können, so wie man das in den ganzen anderen Spielen so konnte. Da kommt man ja Viereck drücken, dann kommt man die Position so ein bisschen variabel einstellen. Irgendwie habe ich hier immer noch nicht die Möglichkeit dazu gefunden, was sehr schade ist, weil das brauche ich. Ich will gerne ein MS dahinstellen. Oder ich bin einfach zu blöd. Wahrscheinlich bin ich auch einfach nur zu blöd, um das zu machen. Das ist ganz einfach. Ja, Keke Topp jetzt vorne, verstehe ich nicht. Wobei jetzt die Frage, will ich Keke Topp hier vorne haben oder Ducksch? Ich glaube sogar lieber Keke Topp will ich da vorne haben. Der ist größer als Ducksch. Der geht eher, glaube ich, in die Kopfbälle rein als er. Und dann ist Ducksch halt der Ballverteiler. Nee, dann mache ich das so. Das ist auch in Ordnung. Also sie spielt wirklich super aggressiv. Unglaublich aggressiv. Wie Linen da auch abgedrängt wird und so. Wahnsinn. Ich kriege gar keine Luft. Also ich spüre das auch richtig als Spieler, der nur am Controller sitzt, dass ich einfach keine Luft bekomme. Jetzt vielleicht. Keke, dafür habe ich dich eingewechselt. Scheiße. Knappes Ding. Aber er hat schon mal direkt bewiesen, dass es sich vielleicht auszahlen lässt oder ausgezahlt machen lässt, dass ich ihn eingewechselt habe. Schöner Versuch von ihm. Wir haben ja auch unsere Versuche gehabt. Ganz am Anfang des Spiels habe ich euch auch Highlights gezeigt, wo wir am Drücker waren. Wir haben ja auch Kopfballversuche gehabt. So ist ja nicht. Aber wir können uns irgendwie leider nicht gerade belohnen mit Toren. Und Leipzig hatte da einfach die besseren Chancen, aber ich sage ganz ehrlich, trotzdem ist Leipzig hier die bessere Mannschaft. Auch wenn sie jetzt so ein bisschen halt Ruhe einfahren ins Spiel, die müssen auch nichts riskieren. 2-0 führen die ja schon, jetzt vielleicht direkt die nächste Flanke. Die geht jetzt aber jetzt in Richtung, Alter, jetzt vielleicht Marvin Ducksch aus der Ferne. Marvin Ducksch, der kommt richtig gut geflogen, genauso wie Gulaschi übrigens. Aber ich bin ehrlich mit euch, ich habe so das Gefühl, Gulaschi hätte da gar nicht rangehen müssen. Der Ball wäre sowieso daneben gegangen. Was machen wir jetzt gerade? Verteidigung, was macht ihr? Šeško, das ist eine Katastrophe. Gut, dass Köln mit ankommt. Gott sei Dank, Köln, du bist so gut. Nein, ich will den Schiedsrichter anspielen. Oh, das nervt mich so hart. Komm, 64. Minute. Gucken, dass wir nochmal was wechseln können. Ich habe ja Schelte dafür gekriegt, dass ich einen Jinma mal relativ früh ausgewechselt habe. Von daher lasse ich ihn jetzt auf jeden Fall mal spielen. Lean und Stay haben echt zu arbeiten da im Mittelfeld. Ob es da nicht vielleicht auch mal Sinn ergibt, da war so ein richtig physisch starken wie Alvero reinzustellen. Ich glaube, ich versuche das mal. Von Stay, anders als im Real Life, nicht gerade das beste Spiel, keine beste Performance. Also ich bringe mal Alvero da rein. Ja, ich glaube, wenn die so aggressiv da stochern im Mittelfeld und auch allgemein so aggressiv mit dem Körper gegen uns angehen, brauchen wir so jemanden wie Skelly Alvero, glaube ich, der mit seinem eigenen Körper da sehr aggressiv drinstehen kann. Guckt euch das mal an, was die machen. Das ist ja unfassbar. Šeško und Wahnsinnsgrätsche von Friedl. Unglaublich, dass er überhaupt die Klöten hat, dort zu grätschen. Unfassbar, im 16er in so einer Situation zu grätschen. Also entweder der hat wirklich Messerschneide zwischen der Trainer entlässt dich oder der Trainer feiert dich mit einem Bierchen. So quasi wirklich auf Messerschneide der beiden Situationen. Jetzt guck mal, Marvin Ducksch. Ja, unten laufen sie mit. Weitergelegt. Njinma auf Weiser. Weiser zieht in die Mitte. Nee, wir gehen mal auf Njinma wieder zurück. Die Sache ist, guck mal, wir kommen auch nicht durch. Egal, wo wir stehen auf dem Feld. Alter, Leipzig ist wirklich super aggressiv. Die grätschen sogar in so einer Situation. Sind die krank? Ah, schade, der Pass auf den Jinma, einfach nicht präzise genug. 71. Minute lang zu spielen ist hier nicht mehr. Leipzig spielt wirklich wie eine Mannschaft, die um die Meisterschaft kämpft, Alter. Och, guck mal hier, David Raum, auch über ihn geht so viel. Tempo besitzt, der Dribbel stark ist auch. Guck mal, keiner meiner Spieler, übrigens Tempo, ne? Keiner meiner Spieler kommt hinterher. Flanke geht rein, Friedl muss ran, der geht nicht ran. Und Doppelpack, André Silva. Jetzt ist es ein bisschen frech. Weil bisher hatten wir jetzt auch unsere Chancen gehabt. Aber die machen die Dinge halt wenigstens. Auch die Kopfballsituation nutzen die aus. Keke Topp hätte das Ding ja auch reinköpfen können, macht er aber nicht. Und Friedl, das sah nicht gut aus, ne? Das muss besser gehen. Von daher, ich wechsle, glaube ich, sogar aus in der Innenverteidigung, ehrlicherweise. Die sind mir heute irgendwie ein bisschen wackelig. Also Pieper, nee, Pieper macht's besser als Friedl, würde ich sagen. Friedl geht raus. Und wollen wir unseren Spielers mal einsetzen? Komm, wir bringen ihn rein. Debüt für Spielers, nicht das beste Spiel wahrscheinlich, das hat er sich anders, denke ich mal, vorgestellt, als jetzt hier gegen Leipzig, wo wir 3-0 hinten liegen, eingewechselt zu werden. Stay wird jetzt auch gerade erst ausgewechselt, Skelly kommt damit jetzt gerade frisch rein. Mal gucken, vielleicht können wir noch ein bisschen Ergebniskosmetik hier durchführen und noch ein Tor irgendwie für uns rausholen, für die Statistik oder so, das sehen wir jetzt ja gleich. Ja, das... Ja, doch, das
sieht gut aus. Ich habe aufgehört zu reden, weil ich dachte, der Angriff ist eh weg. Da schneide ich eh nicht rein. Und dann mit, man muss trotzdem sagen, sehr viel Glück, weil Gulaschi da Gulasch gemacht hat, aber keinen Fußball, ey. Aber Keke, nee, Weiser? Weiser lässt sich feiern. Ich dachte, Keke Top hat das Tor gemacht. Das war Weiser? Junge, nee, das ist doch Keke Top. Hä? Wieso hat Weiser sich so hardcore gefeiert? Egal, aus dem Winkel muss sie ihn auch machen. Ich habe schon damit gerechnet, der geht voll daneben. Ja, okay. Nimm ich mit, Ergebnis Kosmetik, also erfolgreich. 3:1 sieht schöner aus, als dass man 3:0 verliert. Und Keke Top freut sich auch, dass er endlich ein Tor erzielt hat. Wir haben über Ducks Flaute gesprochen, reden aber zu wenig über Keke Top. Wobei man sagen muss, bei den neuen Spielen, die da angezeigt worden sind in der Statistik, wurde er halt auch in, ich denke mal, 80% der Fälle einfach nur eingewechselt im laufenden Spiel. Also, dass er da nicht so viele Tore erzielt hat und so, ist da auch gar nicht so verwerflich. Und guck mal, jetzt auf einmal, wir kommen raus, wir trauen uns wieder. Guck mal, 87. Minute, vielleicht ein bisschen spät im Spiel, aber naja, ist immerhin besser als gar nichts. Und das gefällt mir dann trotzdem, dass selbst wenn wir 3:0 hinten liegen, das, was wir im Real Life bei Hoffenheim auch gesehen haben, selbst wenn du 3:0 hinten liegst, die Mentalität der Spieler reicht aus, um trotzdem weiter zu kämpfen. Was macht Šeško da jetzt übrigens? Šeško, oh Gott, ja, zurückgespielt, Baumgartner, auch kurz vorm Doppelpack und dann Zetterer, wirklich mit einer Wahnsinnstat. Kriegen wir nochmal eine Chance hin? Mal gucken. Nee, ich glaube so nicht. Keke Top muss sich dagegen einigen. Oh, warte, hey, ist noch nicht vorbei. Keke, Keke wird umgenietet, das ist rot. Geh vom Platz, Junge. Letzter Mann. Rote Karte. Verdientermaßen. Bichiabu ist das. Der uns sogar, ja, der wurde uns sogar empfohlen, ne? Die wollten ja Pieper haben, Leipzig, und haben ihn dann dafür empfohlen. Alter, einfach umgemäht. Gut, dass wir ihn nicht genommen haben. So einen aggressiven Spieler brauchen wir gar nicht haben bei uns. Das Ding ist halt eben nur, es ist jetzt eine Freistoßsituation. Freistöße kann ich ja nicht so gut schießen. Aber Duxch kann das. Duxch, komm. Haben wir Bock zu treffen, oder was? Komm, Duxch, wir haben Bock. Das sieht doch gut aus, oder? Ja, das sieht gut aus. Komm on, Dux, komm schon. Ja, oh, fucking hell, wie knapp, ey. Mann, stellt euch vor, der wäre reingesegelt. Egal, guck mal, 3:1. Müssen wir das Spiel einfach abschließen. Es war Leipzig, starke Mannschaft. Du kannst als Werder Bremen auf jeden Fall 3:1 gegen die verlieren. Wie gesagt, einfach Unterschrift drunter. Nächste Woche, neues Spiel. Und ohne große Umschweife gehen wir direkt rein in das nächste Spiel. Diesmal sind wir im Weserstadion unterwegs gegen Platz Nummer 14. Heidenheim erwartet uns. Und ich habe jetzt auch wieder mal relativ wenig in der Mannschaft geändert, außer dass wir Spielers jetzt mal von Anfang an erleben dürfen. In der Innenverteidigung über Friedel, der nicht das beste Spiel im letzten Spiel gemacht hat und so. Ansonsten, wie gesagt, hat sich eigentlich nichts geändert. Isak spielt natürlich wieder von Anfang an und sowas. Auf der Bank hat sich auch nicht viel verändert. Ich habe Agu jetzt diesmal nur mitgenommen und sowas. Ansonsten die anderen Änderungen und so ein Quatsch, das werdet ihr alles halt im Laufe des Spiels immer wieder sehen. Also ich brauche da gar nicht so wirklich viel ansprechen. Ich habe mich nochmal darum gekümmert, ein bisschen auf den Transfermarkt mich umzuschauen nach Spielern, weil wir echt dünn besetzt sind. Warte mal, jetzt erstmal Isak. Das kannst du, Isak. Schade. Hat diesmal nicht so viel gebracht. Egal, wieder, wir können wieder in die Mitte spielen. Guck mal, der ist schon wieder frei. Isak mit links vielleicht. Nee, auch nicht. Immer stellt sich irgendein Eumel dazwischen, Leute. Das kennen wir auch schon ziemlich gut. Nee, auf dem Transfermarkt habe ich mich nochmal umgeschaut, weil ich habe gesehen gehabt, die Dünne unseres Kaders ist vor allen Dingen auf der Außenverteidigung irgendwo angesiedelt. Klar, irgendwo können unsere Innenverteidiger auch gerne auf der Außenverteidigung spielen, keine Frage. Und wir haben ja auch Außenverteidiger, die das können. Malatini zum Beispiel kann auf der rechten Verteidigerposition auch agieren. Aber das reicht mir einfach nicht. Wir brauchen, warte mal, Duxch! Oh, die Annahme von Isak war katastrophal. Duxch will's einfach machen. Der will unbedingt dieses Fallrückzieher-Tor machen. Ich würde's ihm auch gönnen. Also mal gucken, ob wir das auch irgendwie hinkriegen. Ja, aber wir brauchen trotzdem gelernte Außenverteidiger. Und deswegen habe ich mich dahingehend auch nochmal umgeschaut. Aufgepasst. Cetera muss wieder ran. Danke, dass du da bist. Und dann Fehlpass von Köln. Was ist hier los? Konzentriert euch, Leute. Schuss wieder von Senja. Wieder muss Cetera da dran, Leute. Mein Gott, ey. Ich brauche Pampers. Ich will hier über etwas erzählen, schön, die ganze Zeit, da werde ich die ganze Zeit unterbrochen mit irgendwelchen Spielsituationen und vor allen Dingen mit Zetteras Glanztaten. Jinma, gutes Dribbling. Ja, fast ins Ausgelaufen. Kaum sage ich gutes Dribbling. Nee, aber ja, ich habe mich da ein bisschen umgeschaut. Schauen wir uns dann an. Ich scoute die Spieler momentan. Ich weiß noch nicht viel über die. Yannick Westergaard ist auch noch nicht voll gescoutet und so. Müssen wir schauen, wo wir halt eben noch tätig werden. Ich denke mal, das wird nach diesem Spiel sich aufklären. Oh, jetzt pass mal auf Isak. Der macht das so gut. Auch Dribbling technisch gefällt mir das. Gut gemacht von dem Mann. Jetzt auf Duxch. Nein! Mann, ey! Ich komme irgendwie nicht durch diese Abwehrkette von Heidenheim.
Ich habe echt gewaltige Schwierigkeiten, hier bei Heidenheim durchzukommen. Wir schreiben die 43. Minute und die Verteidigung von denen steht wirklich sehr gut. Aber wir sprechen hier immer noch von Heidenheim, die auch im Real Life gezeigt haben, dass wirklich die gesamte Mannschaft auf Top-Niveau spielt. Schade, Stay hat nochmal die Möglichkeit da gehabt. Spielers wirft sich da top dazwischen. Guck mal, Spielers, Pressing läuft gut, schön nach dem Eckball nochmal hinterhergestochert. Ja, aber wir wissen aus dem Real Life, wie gut die Mannschaft von Heidenheim ist. Nicht umsonst spielen sie ja international und wir dürfen uns davon nicht blenden lassen, dass die hier auf Platz Nummer 14 stecken, weil hier, ich habe ja die europäischen Wettbewerbe ja aktiviert, spielen sie ja europäisch momentan. Das heißt, die haben eine Dreifachbelastung. Ich weiß nicht, ob sie immer noch im DFB-Pokal sind. Wir gehen mal davon aus, sie sind es noch. Dreifachbelastung einfach, ne? 14. Platz kann ich da schon nachvollziehen, aber die individuelle Stärke der Spieler, die ist ja immer noch da. Und das merke ich auch. Gerade die Verteidigung, da ist kein Durchkommen für uns. Und jetzt muss ich es tun. Njinma wird ausgewechselt. Schaut euch mal seine Fitness an. Der muss unbedingt raus, bevor er hier gleich sich komplett alles wegzehrt. Dafür bringen wir Gröll rein. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir, glaube ich, Obanski sogar mal sehen. Das allererste Mal im Dress. Debüt für unseren Polen über Hansen. Ich nenne ihn mit allen fünf Namen, die er hat. So. Obanski kommt rein, mal gucken, was der so machen kann. Duxch macht das vorne ziemlich gut, wie ich finde. Also es gibt für mich keinen Grund, den auch auszuwechseln. Aber ich glaube, in der Außenverteidigung gibt es jetzt Gründe, was auszuwechseln. Köhn ist nicht sein Spiel. Ich habe gerade eben noch mal in den Leistungen der Spieler reingeschaut. Ist auch tatsächlich einer der schlechtesten Spieler, die wir gerade auf dem Platz stehen haben. Deswegen wird er jetzt auch mal ausgewechselt und so fit ist er ja auch nicht mehr. Ich sehe übrigens auch immer wieder, wie Leute in den Kommentaren, ich glaube, die Fragen sind an mich gestellt, so Sachen wie zum Beispiel, wie kann ich besser verteidigen im Spiel und so, wie ich diese Sachen gestellt bekomme. Ich glaube, ihr da draußen, also die Zuschauer, könnt das ein bisschen besser beantworten, weil ich finde nicht, dass ich ein Spieler bin. Also ich glaube, ich bin von der Spielerqualität her noch nicht so gut, dass ich anderen Leuten Tipps geben kann, wie man gut spielen kann. Ich kann das auch irgendwie kaum beschreiben, weil ich sehe mich nicht als guter FIFA-Spieler. Oh, warte mal, Marvin Duxch! Oh, den sehe ich aber als guter Spieler. Schade. Oh, die Grätsche. Schade auch wieder. Wäre cooler Angriff gewesen. Ja, aber wundert euch da bitte nicht, wenn ich euch nicht auf solche Kommentare antworte, weil ich sehe mich nicht in der Lage, euch sagen und euch Tipps zu geben, euch sagen zu können, wie ich halt eben spiele, weil ich das sowieso gar nicht beschreiben kann, wie ich spiele. Selbst wenn ich es wollen würde, weißt du? Und selbst wenn man mich vielleicht als guten Spieler kennzeichnen möchte. Also ich glaube, ich bin ganz okay, weil ich kann mich ja gegen Legende schon gut durchsetzen. Ich spiele hier gerade 0-0 auf der Legendenschwierigkeit und so. Aber ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin. Ich kann mich auf jeden Fall nicht erklären. So, mein Gott, ich kann auch nicht mal richtig reden. So, pass mal auf, nächster Angriff. Jetzt hier kurz vor Ende. Jetzt können wir vielleicht einen Zauber starten oder was. Obanski sieht dort oben schön weiß und dann so eine ekelhafte Ballannahme. Das kann Mitchell viel, viel besser. Und dann ist dieser Angriff direkt damit gestoppt. Back. Mal gucken, ob Hoffenheim. Heidenheim jetzt direkt mit der letzten Chance des Spiels noch rauskommen wollen. Dann Agu setzt sich gut dazwischen rein. Komm. Bitte einen Angriff. Let's go. Demann, du kannst es doch. Demann, wir haben so oft von dir die Action vorne gesehen, die du lieferst. Wenn du vorne mit dabei bist, hast du immer dafür gesorgt, tolle Situationen auszulösen. Jetzt sehen wir hier, gibt es eine Eckball-Situation. Das ist auch sehr toll. Gucken, ob wir wechseln können. Ist irgendjemand nicht mehr so ganz fit? Ja, Weiser zum Beispiel ist nicht mehr so ganz fit. Ich glaube, da müssen wir Jung jetzt mal auf die Außen bringen. Ist auch ein großer Spieler. Also lohnt sich, glaube ich, auch den reinzubringen für die Eckball-Situation jetzt. Wollen wir mal Pizarro reinbringen? Der ist auch groß. Komm, über Duxch. Da geht er jetzt auch rein. Spielt zwar jetzt nicht lange, leider. Ich glaube, wahrscheinlich nur noch diesen Eckball wird er miterleben. Aber er ist ein großer, kopfballstarker Spieler. Mal gucken, ob er es direkt unter Beweis stellen kann. Die wechseln auch nochmal aus. Conte geht raus. Kerber geht rein. Wir wechseln auch nochmal richtig fett hier aus, Freunde. Quasi die gesamte Bank darf einmal durchrotieren. Der Ausführer dieses Eckballs ist Gröll. Und wer ist der Abnehmer der Flanke? Gröll bringt die Flanke rein. Dort in der Mitte warten sie schon alle. Da kommen wir auch reingeflogen. Zum Beispiel mit unserem Pizarro. Der wird weggedrückt von Bieringer. Und dem Schiri ist das egal. Und da ist der Abpfiff. 0-0. Also ich glaube, Pizarro, der wurde einfach weggedrückt. Der wurde weggeschoben. Weiß ich nicht ganz genau, ob das nicht vielleicht schon eine Situation ist, die man sich mal anschauen kann. Ja, unbedingt glücklich können wir nicht sein. Für uns das bessere Spiel als Heidenheim. Man hört auch schon die Fans, die sind auf jeden Fall sauer. Wir hätten hier mehr rausholen können als nur einen Punkt. Romano, ich finde das sehr schön, dass du so energisch und motiviert bist, direkt zu spielen nach deiner langen Verletzung. Aber ich glaube, du sollst deinen gebrochenen Zeh noch mal ein bisschen ruhen lassen, okay? Ich sag, ich muss mich entscheiden. Das ist natürlich auch ganz toll. Er kommt von einer dreimonatigen Verletzungspause wieder. Sagt dann, ey Trainer, ich möchte durchstarten, direkt spielen gegen Hoffenheim und so. Und dann sage ich, gegen Hoffenheim. Da steht hoffentlich nicht Hoffenheim, Marcel. Was ist los mit dir? Das nächste Spiel ist gegen Augsburg. Ich weiß nicht, was ich gerade mit Hoffenheim habe. Auch Heidenheim habe ich jetzt des Öfteren schon einfach Hoffenheim genannt. Keine Ahnung, was ich mit Hoffenheim habe. Wahrscheinlich, weil ich noch in diesem Wochenende drin stecke. Das Spiel gegen Hoffenheim war ja wirklich historisch. So ein geiles Spiel. Ja, aber er braucht noch Zeit.
er braucht auf jeden Fall noch Zeit. Kommt gerade aus einer langen Verletzung und so, da will ich ihn nicht direkt einsetzen. Ihr seht schon, ne, das nächste Spiel ist gegen Augsburg, Platz Nummer 16. Wir sind ein bisschen runtergerutscht auf Platz Nummer 6, aber wie ich finde, Platz Nummer 6 ist immer noch super, super stark von uns. Deswegen, wir müssen da jetzt uns nicht schämen oder sonstiges. Was sind hier noch für Aufgaben? Chef Physio möchte mir wahrscheinlich sagen, der ist wieder einsatzbereit. Ja, ist auskuriert und so, aber ich sage, ist schön, aber wir müssen ihm noch so ein bisschen Zeit auf jeden Fall geben, denke ich. Und sogar ein bisschen rotieren darf ich auch. Marvin Ducksch ist immer so ganz fit, also nehme ich den mal raus, kicke top, kommt dafür rein. Den kann ich ja nicht mal spielen. Schmied, Mann! Schön, dass du motiviert bist und spielen möchtest, aber du kannst halt noch nicht mal. Dein Arzt erlaubt es mir nicht mal, dich spielen zu lassen. Ducksch geht mal raus, Top geht rein. Ja, auch ein Jinma muss ich immer auswechseln. Spielers ist auch gar nicht mehr so wirklich fit. Gröhl geht mal hier hin. Spielers geht mal ganz raus. Agu, wir brauchen einen Außenverteidiger auf jeden Fall. Also Agu kann ja auch Außenverteidigung, wisst ihr ja. Und ein Jinma geht mal raus. Opitz nehmen wir da vor allem mit. Jetzt haben wir so ein bisschen gerade mit der Fitness der Spieler zu kämpfen. Und auch, ihr seht schon, die Reservespieler. Das sind nur 4 Reservespieler, die wir haben. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir da Westergaard oder einen Außenverteidiger und so noch holen. Und uns aus dem Jugendstab noch die Spieler hochziehen. Aber das wird dann die Mannschaft hier sein, würde ich sagen. Und ich gehe sogar direkt in die Schnellsimulation mit rein. Das ist im Weserstadion gegen Platz Nummer 16 mit dieser Mannschaft. Das muss ein Sieg werden. Schnellsimulation, let's go! Unentschieden. Köhn und Gröhl mit den Toren. Und das Spiel wurde sogar von Augsburg eigentlich entschieden. 7 Schüsse zu 5, beziehungsweise 7 Chancen zu nur 3 Chancen. Ballbesitzquote unterirdisch bei uns. Ja, dann eigentlich noch Glück gewesen tatsächlich, dass wir hier noch einen Punkt wenigstens rausgeholt haben. Dann bin ich ja sogar noch zufrieden mit dem Ergebnis. Läuft gerade nicht. Kann ich schon nachvollziehen, läuft gerade nicht. Aber wir brauchen auch Transfers. Übrigens, was ich sehe, durch das neue Feature mit dem Newsfeed, was wir hier an der rechten Seite halt eben sehen können, bekomme ich gar nicht mehr so wirklich die Transfers mit. Das ist total schade. Ich will viel mehr Transferaktivität mitbekommen, aber das siehst du ja hier auch nirgendwo. Ich habe auch geschaut gehabt, ob es hier nicht irgendwo doch noch irgendwie so ein Newsfeed gibt, den man sich anschauen kann, aber gibt es einfach nicht. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich, oder gibt es im Büro etwas, habe ich das vielleicht irgendwie übersehen? Nee, ich glaube, es gibt gar keinen Newsfeed. Budgetüberblick, Profi-Statistik und so können wir auch gleich eben ganz kurz reinschauen. Nee, also das finde ich zum Beispiel sehr doof. Also um das Ganze immersiver zu machen, habe ich es immer gemocht, dann einfach in die Transfers der anderen Teams reinzuschauen. Aber ich muss jetzt immer quasi hier so durchscrollen, nur hoffen, dass da irgendwas reinkommt. Aber ich kann nicht filtern nach Transfer-News oder so. Das muss ich sagen, ist auch wieder doof. Es gibt keinen Grund, warum es das nicht mehr gibt. Naja, wie dem auch sei. Ich simuliere jetzt schon mal ein bisschen vor, aber nicht allzu weit, wobei wir könnten theoretisch so weit vorsimulieren, bis wir beim Spiel gegen BVB da sind, weil unsere Scouts sind ja gerade am Arbeiten. Interesse an Westergaard. 5 Millionen Euro von Toulouse geboten. 5 Millionen Euro ist nicht viel für Westergaard, das können wir auch machen. Das würde für mich jetzt irgendwie bedeuten, dass es jetzt sogar schon die ersten Scouting-Berichte für ihn gibt. Ja, guck mal, 76 Stärke, das ist sehr gut. Das sind übrigens die beiden Spieler. Euch ist wahrscheinlich aufgefallen, auch durch Spielers, ich habe in Belgien nach Spielern gesucht. Das sieht man ja hier, weil hier sind auch wieder 2 belgische Spieler, die ich auch aus dem alten Scouting schon gesehen habe. Beide können Außenverteidigung. Auch dieser Nubi hier mit einer sehr geilen Frise übrigens, erinnert mich an Dante, hat auch die Möglichkeit, Außenverteidigung zu spielen. Ist auch ein temporeicher Spieler, kann also auch auf der Linksverteidigerposition locker spielen. Und Corbani hier zum Beispiel kann auch Rechtsverteidigung. Aber es geht erstmal darum, dass wir uns einen Innenverteidiger, glaube ich, holen. Und Westergaard ist voll durchgescoutet, Powerkopf bei Kante und so, ganz ehrlich. Warum denn nicht? 5 Millionen Euro wurde von Toulouse geboten. Ich würde sagen, das matchen wir einfach. Bevor ihr jetzt mich falsch versteht, ich muss Geld ausgeben. Guckt unser Budget mal an. 11 Millionen Euro oder knapp 12 Millionen Euro. Wir müssen auf 3 Millionen Euro runtergehen. Das wird vom Vorstand so vorgegeben. Deswegen, komm, wir bieten 5 Millionen Euro für Westergaard. Müssen die ja, genau, sofort akzeptieren. Klar, Steve Cooper ist sofort mit dabei. Wir gehen auch direkt in die Verhandlung rein bei Westergaard. Der will wahrscheinlich wichtiger Spielertyp sein. Ja, siehste, Rolle wichtig. Geben wir ihm aber auch. Der kann auch ZDM spielen. Und wenn ihr euch nochmal kurz vor Augen haltet, was für Spieler wir in der Mannschaft haben, die ZDM-Position ist bei uns tatsächlich auch unterbesetzt. Wir haben da nur Alvero, ansonsten keinen, obwohl wir 2 Stamm-ZDM-Spieler haben. Und Westergaard, wie gesagt, kann auch ZDM spielen. Deswegen wäre er auch auf der ZDM-Position eben sehr wichtiger Spieler. 2 Jahre ist okay, Freigabesumme ohne ist sowieso immer ganz gut. Und Gehalt ist jetzt halt die Schwierigkeit. 48.000 Euro verdient er. Und ich glaube, mehr als 30.000 geht nicht. Deswegen müssen wir ihm relativ viel Handgeld geben. Ich glaube, ich muss ihm sogar noch mehr Handgeld geben, weil der wird jetzt hier nicht seine 48.000 Euro eigentlich ablehnen. Mal gucken, was er dazu sagt. Da kann jetzt hier alles in die Brüche gehen, weil der wird vom Gehalt her sehr viel wollen. Ist ein faires Angebot. Oh mein Gott. Damit ist Yannick Westergaard zurück an der Weser, Freunde. Wie geil ist das denn bitte? Was für ein geiler Transfer. Schön. Und der verzichtet auf 18.000 Euro in der Woche. Das ist so viel Cash. Hätte ich niemals mit gerechnet. Cool. Nächster Innenverteidiger ist da. Das heißt, Malatini wird damit wahrscheinlich auf der Reservebank dann halt ein bisschen versauern müssen, leider. Aber kann ja auch Außenverteidigung spielen, Malatini.
Deswegen werden wir ihn auch, denke ich mal, öfter sehen. Rodriguez ist immer noch interessant, wie ich finde. Können wir immer noch ein bisschen abwarten, ob wir den nicht auch holen. Ansonsten simuliere ich jetzt mal ein bisschen vorwärts. Schön zu sehen. Guck mal, jetzt haben wir auch noch Yannick Westergaard bei uns in der Mannschaft. Ist das nicht geil? Gucken wir uns mal an jetzt hier. Da ist er, Yannick Westergaard, 76 Stärke, den nehme ich dann mit. Wie gesagt, Malatini muss dann halt ausweichen, wird dann auf der Reserve eben sitzen. Ich glaube, damit wird er aber auch schon irgendwie einverstanden sein. Und Westergaard, wie gesagt, kann dann ja auch Lean und Stay hier ersetzen. Und mal gucken, können wir jetzt bei Köln endlich anfangen? Können wir immer noch nicht. Das gibt es ja wohl nicht. Das ist doch totale Scheiße. Ich hab das Gefühl, wir können da einfach nicht mehr anfragen. Ich glaube, wir waren einfach zu spät. Was ich aber echt weird finde, warum ich nicht einfach jetzt verhandeln kann. Naja. Soll es halt eben dann wohl nicht sein mit Köln. Auch wenn ich ihn klasse finde als Spieler. Einer der besten Spieler, die wir auf den Platz eben gebracht haben. Aber wenn es nicht sein soll, dann soll es halt einfach nicht sein. Ja, ansonsten, was nicht sein soll. Ja, genau. Oh mein, besser kann es gar nicht sein. Oben rechts lade den Akku auf. Controller ist leer. Meine Energietablette ist nämlich auch leer, Freunde. Das war's mit der heutigen Episode hier von EAFC 25. In der nächsten Episode haben wir noch ein bisschen Transferzeit übrig. Habe ich jetzt auch perfekt eigentlich so eingeplant, damit ihr nochmal eure Anregungen in die Kommentare schreiben könnt. Was haltet ihr von den Transfers, die wir durchgeführt haben? Macht euch keine Sorgen, ich weiß, die Mannschaft ist noch immer dünn besetzt, aber ich ziehe noch ein paar Jugendspieler hoch, damit wir das ein bisschen füllen können und dann haben wir wieder genügend Spieler zur Auswahl. Macht euch da keine Sorgen. Ansonsten lasse ich euch raus für den Tag, bis zur nächsten Episode. Tschüss, tschüss und macht es gut.